Also, ihr habt ja alle gut mitbekommen, was aktuell los ist. Das ist auch der Grund für mein Video. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Sache so ein Ausmaß nehmen wird. Ich habe aber vor, mich auf jeden Fall zu allem zu äußern, womit mich allen beschuldigt hat. Ich fange auch direkt mit der wichtigsten Sache an. Ich habe niemals was mit San Diego gehabt. Wir alle, auch seine Ex-Frau, habt einem narzisstischen, manipulativen Lügner geglaubt. Alim hat immer wieder behauptet, dass ich irgendwas mit irgendjemandem habe, immer wenn ich versucht habe, ihn zu verlassen. Auch dieses Video, wo ich in diesem Auto sitze, Alim stellt es so dar, als wäre das entstanden, während ich noch mit ihm verheiratet war. Das ist aber nicht wahr. Dieses Treffen war nach unserer Trennung. Und das war auch kein Privattreffen von San Diego und mir, um sonst was zu tun. Dieses Treffen hatte einen Grund und da waren auch mehrere Leute anwesend. Wir waren da auch nicht alleine. Und der Grund für dieses Treffen war auch Alims Lügen. Und die Stelle, wo diese Kamera weggeschlagen wird, da wurde niemand geschlagen. Diese Kamera wurde einfach nur weggetan, weil keiner Bock auf Faceleaks hatte. Alim zieht hier seine eigenen Kinder mit rein. Benutzt seine Kinder wie Instrumente, wenn es ihm gerade passt, um Mitleid zu kriegen. Die Wahrheit ist aber, er hatte noch nie Interesse an seinen eigenen Kindern. Er bringt seine eigenen Kinder in Lebensgefahr mit seinem Verhalten. Auch allgemein den Islam benutzt er so, wie es ihm gerade passt. Wenn es ihm gerade in seinen Kram passt und er damit Mitleid erzeugen kann und die Leute auf seine Seite ziehen kann, dann ist er gerade islamisch unterwegs. Und wenn es ihm gerade nicht passt, dann braucht er den Islam nicht. Er hat im Grunde schon sehr lange den Islam verlassen. Wundert euch nicht, wenn ich hier ab und zu so rüber gucke, weil ich habe hier mein Handy stehen. Mir tut das auf jeden Fall für alle Beteiligten leid. Diese Sache hätte auch niemals im Internet ausgetragen werden sollen. Und das Schlimmste daran für mich persönlich ist einfach, auch weil ich gleich alles erzählen werde, was ich erzählen werde, dass das alles im Internet bleiben wird und dass unsere Kinder das sehen werden. Allem hat alle Menschen, die er im Leben getroffen hat, alle seine ehemaligen Freunde, Familienmitglieder, auch euch Community komplett belogen und verarscht. Er hat mir 7 Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht. Er hat mich mehrmals geschlagen. Er hat mich mehrmals geschlagen. Er hat mich mehrmals versucht umzubringen. Er und seine Familie haben mich durch meine persönliche Hölle geschickt. Ich hatte die letzten 7 Jahre auch mehrere Selbstmordversuche, weil er und seine Familie mich komplett gebrochen haben. Und ich möchte im Grunde an der Stelle jetzt auch anfangen, meine Geschichte zu erzählen, was mir alles angetan wurde und wie meine letzten 7 Jahre wirklich aussahen. So. Februar 2018 haben Ali und ich geheiratet. Ich habe aus Liebe geheiratet, ich wollte heiraten. Wir hatten keine Hochzeit, wir haben islamisch geheiratet. Als ich geheiratet habe, gab es einen riesengroßen Streit zwischen unseren Familien, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich heirate. Meine Mutter wusste von allem, unsere Mütter hatten sich auch kennengelernt, aber meine Mutter wollte, dass ich noch 2, 3 Jahre warte mit ihm heiraten. Am Ende habe ich aber den Segen von meinem Vater bekommen und konnte heiraten. Die ersten Tage hat mir meine Schwiegermutter verboten, Kontakt zu meiner Familie zu halten und ich sollte alle blockieren. Und ich soll erstmal machen, was sie sagt, weil ich soll auf sie hören. Und ich dachte, okay, ich mache das. Sie kann die Situation besser einschätzen und habe dann erstmal die Tage keinen Kontakt zu meiner Familie gehabt. Am dritten Tag in meiner Ehe kam ein Anruf von meiner Mutter und sie wollte mit mir reden. Meine Schwiegermutter hat mich ins Zimmer gerufen und mir das Handy gegeben auf Lautsprecher. Meinte, hier, das ist deine Mutter, sag ihr, dass es dir gut geht. Ich so, ja, hallo Mama, es ist alles in Ordnung und so. Dann fängt meine Mutter an zu schreien und sagt, du musst da weg, die haben dich verarscht, du wurdest belogen, Alim hat dich reingelegt. Alim hat eine weitere Frau und ein Kind. Dann hat mir meine Schwiegermutter das Handy weggerissen und gesagt, sag ihr, das stimmt nicht, sag ihr, dass hier ist keine Frau und kein Kind, sag ihr, das stimmt nicht. Dann gibt sie mir wieder das Handy und ich dachte in diesem Moment, dass meine Mutter mich anlügt, damit ich quasi nicht heirate. Habe ich meiner Mutter gesagt, Mama, was redest du da? Hier ist keine weitere Frau und Kind. Warum behauptest du solche Sachen? Dann hat mich meine Schwiegermutter das Handy wieder von mir weggetan und mich ins Wohnzimmer geschickt. Dann ist Alim gekommen ins Schlafzimmer und hat mit deiner Mutter geredet. Und ich höre, wie die zwei da schreien und wie Alim zu seiner Mutter sagt, sage es ihr nicht, sage es ihr nicht. Währenddessen sitze ich da zittrig im Wohnzimmer und weiß nicht, was los ist. Alim ist dann rausgestimmt. Meine Schwiegermutter hat mich wieder reingerufen. Hat zu mir gesagt, hier, setz dich. Und fängt an, mir zu erzählen, okay, ja, es stimmt. Alim war schon mal verheiratet und Alim hat auch ein Kind. Ihr könnt euch stellen, in diesem Moment, ihr könnt euch vorstellen, in diesem Moment ist meine Ehe zusammengebrochen, ist mein Leben zusammengebrochen. Ich tut mir leid, ich bin ein bisschen nervös, das zu erzählen. Ich habe auch noch nie so ein Video gemacht oder jemals ein Statement oder sonst was gemacht. Im Grunde hat mit dieser riesengroßen Lüge meine Ehe begonnen. Ich hatte total Panik, ich wusste nicht, was jetzt los ist. Meine Schwiegermutter sitzt da und sagt mir, ja, das stimmt, das ist seine Tochter und zeigt auf Alims Schwester. Die Schwester, das Mädchen, das sie als ihre Schwester ausgeben, ist Alims Tochter. Dieses Mädchen weiß auch nicht, dass Alim ihr Vater ist. Sie nennt ihn Bruder und nennt ihre Oma Mama. Damals war sie 4 Jahre alt, heute ist sie 11, 12. Ich weiß nicht, ob dieses Kind mittlerweile die Wahrheit kennt.
Ich bin natürlich durchgedreht, ich habe geweint, ich bin ausgerastet. Ich dachte so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich stecke jetzt hier fest, meine Familie hat den Kontakt zu mir beendet. Ich habe jetzt gerade geheiratet, was mache ich, was ist jetzt passiert? Alim und seine Mutter haben versucht, mich zu beruhigen, haben auf mich eingeredet und dann haben die mir erzählt, dass, also kurz mal zu der Story zu Alims erste Frau. Alim war 20, als sie geheiratet hat und er war mit dieser Frau nur ein Jahr lang verheiratet. Sie ist quasi nach der Geburt des Kindes gegangen. Diese Sachen können auch Abu und Malik bestätigen. Die haben mir erzählt, dass diese Frau eine widerliche Frau war, die Alim mehrmals betrogen hat und ekelhafte Sachen gemacht hat. Im Grunde haben sie mir über diese Frau das erzählt, was gerade Alim über mich im Internet erzählt. Und dass sie dieses Kind geschmissen hat und dieses Kind niemals selber haben wollte. Dann war ich quasi in dieser Situation und mein erster Gedanke war, das Kind kann nichts dafür, dass es geboren wurde. Und sie hatte mir zuerst erzählt, dass sie freiwillig das Kind geschmissen hätte. Später hatte sie sich verplappert und mir gesagt, ich habe meinen Söhnen schon immer gesagt, der Erste, der heiratet und der Erste, der eine Tochter bekommt, muss seine Tochter an mich abgeben, das wird meine Tochter werden. Gut, ich war in dieser Situation gefangen, ich hatte keine Wahl und bin geblieben. Und so hat meine Ehe begonnen. Und ich habe, weil alle mir auch behauptet, ich hätte nicht erlaubt, dass seine Tochter bei uns lebt und dieses Kind irgendwie schlecht behandelt. Abu und Malik wissen, ich sage die Wahrheit bei Allah, wenn ich jetzt sage, ich habe dieses Kind niemals schlecht behandelt, ich habe niemals diesem Kind irgendeinen bösen Blick zugeworfen, ich habe mich um dieses Kind gekümmert, ich habe mit diesem Kind zusammen gelacht, ich habe dieses Kind geliebt, ich habe dieses Kind gefüttert, wenn es auf dem Klo war, habe ich dieses Kind gewaschen, ich habe alles mit diesem Kind gemacht. Und dieses Kind hat mich auch geliebt. Und das ging dann so weit, dass dieses Kind viel lieber mit mir sein wollte, als mit meiner Schwiegermutter, dass meine Schwiegermutter mir verboten hat, mich diesem Kind zu nähern. Sie hat dieses Kind dann gegen mich gebracht. Weil Alims Mutter ist wie besessen von diesem Kind. Sie lässt niemanden in diese Nähe von diesem Kind kommen. Im Grunde 2, 3 Wochen sind vergangen. Ich hatte keinen Kontakt zu meiner Familie, niemanden. Mir ging es elend. Und ich habe dann versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und ich habe alles gemacht, damit diese Familie mich mag und akzeptiert und damit alles funktioniert. Nach 2, 3 Wochen die ersten Geschreie von meiner Schwiegermutter an. Sie fing an, mich vor allen anzuschreien. Diese Sachen haben auch Abu Malik mitbekommen, nur dass ihr wisst, zu dieser Zeit haben wir alle beieinander gelebt. Ich sage jetzt extra beieinander und nicht miteinander. Wir hatten so 2 Wohnungen, hier war Alim und meine und hier war meine Schwiegermutter und Alims Brüder. Das war jetzt so in derselben Etage. Ich war aber von früh bis abend immer bei meiner Schwiegermutter drüben. Ich durfte nur rübergehen zum Schlafen. Meine Schwiegermutter hat immer von mir jeden einzelnen Tag verlangt, dass ich 8, 9 Uhr bei ihr an der Tür klopfe, nur um ihr guten Morgen zu sagen. Und nur damit sie mich wieder rüberschickt, weil die haben alle immer bis 11, 12 geschlafen. Und sobald die wach waren, sollte ich wieder rüberkommen. Sie hat aber trotz allem, obwohl die alle jeden Tag bis 11, 12 geschlafen haben, hat sie von mir verlangt, dass ich um 8, 9 an der Tür klopfe, nur um guten Morgen zu sagen. Ich habe allgemein die ganze Zeit immer bei meiner Schwiegermutter drüben verbracht. Alim habe ich nie gesehen, der war in meiner Wohnung drüben, hat an seinen YouTube-Videos und so weiter gearbeitet. Das war damals der Anfang seiner Karriere. Ich hatte 1000 Euro gespart, bin quasi mit 1000 Euro in meine Ehe gekommen, weil ich dachte, ich werde dann später in meine Ehe mir ein paar Sachen davon kaufen. Diese 1000 Euro habe ich Alim gegeben, weil Alim meinte, er braucht ein MacBook, um seine Videos cutten zu können. Und das erste Geld, was ich da hatte, habe ich Alim gegeben, damit er arbeiten kann. Zu der Zeit haben auch niemand von denen gearbeitet. Alim war der Einzige, der gearbeitet hat, quasi mit seinem YouTube-Kanal. Er hat quasi alle da finanziert. Dann nach einer Zeit fing es an, dass meine Schwiegermutter immer mehr und mehr auf mich losging. Sie fing an, mich hässlich zu nennen, an meinen Haaren zu ziehen, meinte zu mir, ja, mein Sohn hat dich bestimmt nicht freiwillig geheiratet, guck dich mal an, wie du aussiehst, du hast ihn, dich wahrscheinlich ihm aufgedrängt. Dieses Geschrei ging immer weiter. Dann wurde ich schwanger. Nach einer Zeit wurde ich schwanger. Meine Schwiegermutter hat mir nicht erlaubt, zum Arzt zu gehen. Weil ich nicht krankenversichert war und sie einfach keine Lust hatte, für die Kosten aufzukommen, hat sie mir verweigert, zum Arzt zu gehen. Das ging dann so weit, bis ich dann irgendwann so starke Schmerzen hatte und sie keine Wahl hatte, mich halt ins Krankenhaus zu bringen. Da habe ich auch den ersten Ultraschall gemacht. Entschuldigung. Da gab es auch den ersten Ultraschall und da habe ich das erste Mal quasi mein Kind gesehen. Dieses Verhalten von meiner Schwiegermutter wurde immer schlimmer. Irgendwann kam auch Alims Vater dazu. Auch Alims Vater ist genauso ein widerlicher Mensch. Der hat Sachen zu meiner Mutter gesagt, wie wenn du draußen irgendwo entlang gehst, pass auf dich auf, könnte sein, dass dich jemand von hinten erschlägt. Es gab ein Beispiel, zum Beispiel, ich war in der Küche. Ich bin da in der Theke und ich habe gerade geschnitten, ich habe gekocht und neben mir war so ein Mülleimer.
Mein Schwiegervater hat gerade seine Dose leer getrunken. Er kommt zu mir, tut die Dose so vor mein Gesicht, zerknittert sie so vor mein Gesicht, das fälscht sie und wirft sie mir so vor die Nase und sagt, hier, werf sie weg. So haben die mich behandelt. Die haben mich nicht mal wie einen Menschen behandelt. Meine Schwiegermutter hat mir gesagt, wann ich aufstehen darf, wann ich sitzen darf. Meine Schwiegermutter hat mir gesagt, wann ich essen darf, wann ich nicht essen darf. Ich war quasi ihre, sie hat mich wie ihren Sklaven behandelt, sie hat mich gar nicht als Menschen angesehen. Sie hat mich zu all meinen Freunden Kontakt abbrechen lassen. Meinte zu mir, ich bin eine verheiratete Frau, ich brauche keine Freunde und nichts. Hat mich alle meine Bilder aus meiner Galerie löschen lassen. Hat mich quasi komplett von meiner Vergangenheit gecuttet. Dazu zeige ich euch jetzt eine Sache. Das ist eine E-Mail, die mir meine Freundin damals geschrieben hat. Weil sie monatelang nichts von mir gehört hatte. Ich habe dich telefonisch nicht erreichen können und das seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten. Ich will von dir, dass du mich anrufst, egal wie, egal wann. Ich will deine Stimme hören und will wissen, ob es dir gut geht, ob sonst alles bei dir passt. Ich will wissen, was du mit deiner Schule gemacht hast. Wenn du mir bis Ende diesen Monat bzw. Anfang nächsten Monat nicht Bescheid gibst, sprich dich nicht meldest, dann werde ich zu dir nach Klagenfurt kommen. Ich habe ein Auto und mir sind diese 4 Stunden Fahrt es wert. Ich habe Alim geschrieben auf WhatsApp. Er hat zwar gesagt, es passt alles, aber ich will trotzdem mit meiner Freundin einmal mich unterhalten. Ich warte auf deine Nachricht. Hier seht ihr auch das Datum links oben. Wenn man das so schlecht erkennt, werde ich das später irgendwie reinschneiden und in meine Story posten. Dann möchte ich noch einen weiteren Screenshot zeigen. Als ich in meiner Story gesagt habe, dass ich quasi auspacken werde, haben sich auch viele alte Kameraden von Alim gemeldet und mir ihre Unterstützung zugesagt. Die haben gesagt, ich habe noch viele Beweise von damals, ich habe Screenshots, sagen mir, wie wir dir helfen können oder nicht. Wir sind auf deiner Seite, wir glauben dir. Und hier hat mir ein Kollege jetzt einen Screenshot geschickt. Da schreibt der Kollege, willst du diese Tochter nicht sehen oder erlaubt man dir nicht? Das hat meine Mutter getan. Sie hat uns getrennt. Sie wollte auch von ihrem ganzen Herzen uns trennen und das hat sie jetzt geschafft. Hat deine Mutter so viel Macht über dich? Nein, aber über die, die mit mir sind. Wenn meine Mutter meine Frau droht, stirbt sie vor Angst. Oh, das ist dieser Screenshot. Da möchte ich noch eine Sache vorlesen. Ich habe eine Tochter schon verloren. Sie ist 11 und ich habe sie noch nie gesehen. Das fickt jeden Abend meine Seele. Dass er sie nie gesehen hat, ist kompletter Bullshit. Er war die ersten 4 Jahre dabei. Jeder, der Alim kennt, also man muss ihn im Grunde einmal kennengelernt haben, um zu verstehen, dass Alim immer extrem übertreibt, wenn er irgendwas erzählt. Zum Beispiel, wenn eine Sache 10 Euro kostet, sagt er, die Sache kostet 10.000 Euro. Hast du an nicht das Gefühl gegeben, dass sie und deine Kinder die wichtiger sind als deine Eltern? Sie sieht das leider nicht. Egal, was ich tue, wenn ich arbeite oder irgendwas mache, das ist für sie Spaß, sie versteht gar nichts. Willst du deine Tochter nicht sehen oder laufen man dir nicht? Das ist jetzt die Stelle, die ich vorhin vorgelesen habe. So. Alims Eltern sind Leute, die Menschen zwingen, Sachen zu tun, Sachen zu sagen, machen davon Audios, damit sie ihn später drohen können. Das sind Menschen, die andere Menschen mit Angst kontrollieren, mit Drohungen kontrollieren. Irgendwann später hat auch meine Mutter diese Familie von Alims erste Frau ausfindig gemacht, um mit denen Kontakt aufzunehmen. Diese Familie hat aber komplett verstört und ängstlich gesagt, bitte, wir sind da schwer rausgekommen, bitte misch uns nicht da ein, wir wollen mit dieser Familie nichts zu tun haben, bitte, meine Tochter ist mittlerweile erneut verheiratet und die lebt ihr Leben, die haben ihr Leben genug zerstört, bitte halt sie da raus. Die waren auch total verängstigt von dieser Familie. Dieses Telefonat von meiner Mutter, wo sie mir gesagt hat, dass Alim quasi mich verarscht hat, das war das letzte Mal, dass ich mit meiner Mutter gesprochen habe. Ich hatte ab da 3 Jahre lang keinen Kontakt zu meiner gesamten Familie, weil meine Schwiegermutter es mir gesagt hat. Meine Schwiegermutter hat meiner Mutter erzählt, dass ich mit denen nichts mehr zu tun haben will, während sie mir erzählt hat, dass meine eigene Familie mit mir nichts mehr zu tun haben will. Dass sie gesagt haben sollen, das ist nicht mehr unsere Tochter, wir brauchen sie nicht, sie soll auch niemals wieder zu uns nach Hause kommen und hat so einen Keil getrieben zwischen uns. Alim war, wie ich schon sagte, nie da. Er fing auch nach einer Zeit an, öfters nach Deutschland zu fahren, für seine allerersten Videos damals. Meine Schwiegermutter hat mir mein Handy weggenommen. Das war immer bei ihr. Sie hat mit meinem Handy auch immer mit Alim geschrieben, als ob ich gerade am Schreiben wäre. Meine Schwiegermutter hat mich auch auf Koran meine Hand legen lassen und schwören lassen, dass ich niemals meine Familie kontaktieren werde, bis sie es mir erlaubt, was diese Schwur aber sowieso ungültig macht, weil sie mich dazu gezwungen hat. Meine Schwiegermutter fing an, mir Bestrafungen zu geben. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich sage jetzt auch nochmal, Abu und Malik waren damals dabei. Die wissen beide, ich habe niemals
noch niemals mich dagegen gegen irgendjemanden von denen irgendwie aufgestellt, jemanden angeschrien oder bin jemals laut geworden oder habe je zu irgendwas Nein gesagt. Ich habe immer funktioniert, immer alles gemacht, was man mir gesagt hat. Ich war ständig am Weinen und ich konnte das aber nicht kontrollieren, weil mir ging es sehr, sehr schlecht wegen allem, was passiert war. Und deshalb hat sie mich immer fertig gemacht, hat mich immer beleidigt und meinte, ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen, ich kann dein Herumgeheul nicht mehr hören, reiß dich zusammen, niemand ist gestorben, du bist jetzt hier und so weiter. Sie fing dann an, mich zu bestrafen. Und diese Bestrafungen sahen so aus. Sie gab mir ihre getragenen Socken. Und ich kenne das ja, wenn... Ich habe jetzt keine Socke da. Zu getragenen Socken, die haben ja oft so kleine Fusseln drauf. Sie hat mir ihre getragenen Socken gegeben und ich sollte von allen ihren Socken mit Hand diese Fussel entfernen. Das war eine meiner Strafen, die ich von ihr bekommen habe. Sie hat mich auch manchmal bis 2-3 Uhr nachts nicht rübergehen lassen zum Schlafen. Und hat mich irgendwelche komischen Sachen immer machen lassen. Nach einer Zeit fing es an, dass meine Schwiegermutter angefangen hat, mich zu schlagen. Das war auch während meiner Schwangerschaft. Sie hat mich, wenn sie mich geschlagen hat, hat sie das aber nie von den anderen gemacht. Da hat sie mich immer in ihr Zimmer geschickt, hat mich hingesetzt, hat mich quasi aufs Bett gesetzt und hat angefangen, mich von links und rechts ins Gesicht zu schlagen. Irgendwann sagte sie zu mir, sie drohte mir, wenn das Kind auf der Welt ist, wirst du das Sorgerecht für dieses Kind abgeben. Du wirst hier unterschreiben, dass du das Kind nicht mehr haben willst. Dann bin ich natürlich total panisch geworden. Ich bin mir auch sicher, das ist dasselbe, was sie mit der ersten Frau angetan hat, die sie auch so gequält hat und gezwungen hat, das ihr Kind abzugeben. Und dann kam ein Tag, da war Alim in Deutschland. Und ich war mit meiner Schwiegermutter alleine. Alims Brüder, also Abu und Malik, haben bei uns gelebt. Adam hatte seine eigene Wohnung. Die Brüder waren draußen irgendwo einkaufen und ich war mit meiner Schwiegermutter alleine. Und ich hatte einen Albtraum von einem Familienmitglied und deshalb ging es mir den Tag gar nicht gut, weil ich monatelang nicht von meiner Familie gehört hatte und mir Sorgen gemacht hatte. Ich war nonstop am Weinen und am Durchdrehen und ich habe meine Schwiegermutter gefragt, darf ich bitte einmal meine Familie anrufen? Als ich das gefragt habe, ist sie komplett durchgedreht, ist ausgerastet. Überhaupt an diesem Tag war sie wie besessen. Sie ist auf mich losgegangen. Dann hat an der Tür geklingelt und Alims Brüder sind nach Hause gekommen. Dann hat sie mich schnell ins Bad geschickt. Und hat gesagt, wasch dein Gesicht, sie soll nicht sehen, dass du geweint hast. Weil sie soll ja nicht wissen, was sie mit mir anstellt. Dann sind die Jungs reingekommen, sind in ihr Zimmer gegangen und dann bin ich wieder zurück in die Küche und habe quasi so den Abwasch gemacht. Dann kommt Adam plötzlich zu mir. Ich habe die ganze Zeit versucht, nicht zu weinen. Mir ging es an dem Tag höllisch. Er hat seine Hand auf mich gelegt und mir gesagt, Ernie, es wird alles gut. Mach dir keinen Kopf. Das war das erste Mal seit Monaten, dass ich irgendeine Art von Zuneigung bekommen habe. An der Stelle möchte ich mich aber auch direkt bei Adam entschuldigen, dass er hier mit reingezogen wird, weil ich auch hier jetzt über seine Familie sprechen werde. Adam ist der einzige von allen, der mich niemals schlecht behandelt hat, der mir noch nie irgendwas Böses getan hat, sondern ganz im Gegenteil mir geholfen hat. Ich liebe dich, Adam, und ich bin dir unendlich dankbar für alles. Und erneut, es tut mir leid, dass du jetzt hier mit reingezogen wirst. Da ging der Tag so weiter. Adam sollte um 17 Uhr kommen, sein Flug hatte Verspätung und dann haben wir erfahren, er kommt erst um 19 Uhr. Meine Schwiegermutter ist immer mehr und immer mehr durchgedreht und ich war komplett verheult. Dann hat sie zu mir gesagt, geh rüber in deine Wohnung, wasch dein Gesicht und schmink dich neu, damit keiner sieht, dass ich so viel geweint habe. Dann bin ich rübergegangen in die Wohnung. Ich habe angefangen, alle meine Sachen abzulegen, die ich hatte, meinen Schmuck, meine Ohrringe. Ich hatte nur noch so ein schwarzes T-Shirt und so einen schwarzen, knielangen, weiten Rock an. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen. Dann habe ich angefangen, mich zu waschen und meine Nägel zu schneiden. Ich habe mich quasi so gewaschen, wie man jemanden für eine Beerdigung waschen würde. Ich habe mich komplett so gereinigt, meine Nägel alle einzeln kurz abgeschnitten. Und dann stand ich da so vor dem Spiegel. Auf einmal hat es dann an die Tür geklopft und das war Malik. Und er meinte, Mama sagt, du sollst rüberkommen. In dem Moment habe ich entschlossen, dass ich nicht mehr rübergehen werde. Ich habe zu der Zeit auch sehr viel gebetet. Und meine Schwiegermutter hat sich immer aufgeregt, wenn ich gebetet habe, weil sie von mir genervt hat und meinte, ich soll stattdessen irgendwas aufräumen gehen. Auf jeden Fall, dann ist Malik wieder zurück rübergegangen und in dem Moment, wo ich gehört habe, dass die Tür zugefallen ist, bin ich rausgerannt. Ich bin die Treppen runtergerannt und aus dem Haus rausgerannt. Und ich bin weitergerannt und dann bin ich vor ein Auto gesprungen. Ich hatte da schon vollständig mit allem abgeschlossen. Mir war klar, wenn ich so weiterleben muss, werde ich niemals leben. Will ich gar nicht leben. Meine Schwiegermutter hatte mich schon psychisch so fertig gemacht und so krank gemacht, dass ich bereit war, alles aufzugeben.
Dieses Auto hat gebremst und mich verfehlt. Ich bin weitergelaufen, die ganze Zeit auf die Straße gelaufen. Dann ging das so weiter, dass ich immer weiter lief und dann kam ich zu welchen zu Treppen an. Dann habe ich mich erstmal auf diese Treppe hingesetzt und habe angefangen, wie verrückt zu weinen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war schwanger mit meinem Kind im 5. Monat. Da ist noch eine Sache, die davor passiert ist, die ich nicht auslassen möchte. Und zwar, als ich im 5. Monat, Anfang 5. Monat schwanger war, das war auch kurz davor, bevor ich weggelaufen bin, hatte ich nachts starke Blutungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Es gab einen Verdacht auf eine Fehlgeburt. Als ich im Krankenhaus war, rief meine Schwiegermutter mich an und sagte zu mir, das ist deine Strafe, Gott bestraft dich, du hast es verdient. Ich hoffe, dein Kind wird sterben. Als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, war zu Hause alles komplett vollgemüllt, die Teller waren so gestapelt. Die hatten quasi alles für mich übrig gelassen, damit, wenn ich nach Hause komme, dass ich das aufräume. Als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, hieß es auch direkt so, du bist da, dann fang hier direkt erstmal an zu putzen. Auf jeden Fall, jetzt wieder zur Situation, wo ich weggelaufen bin. Ich bin dann immer weiter und weiter. Ich hatte auch mein Handy nicht mit. Mein Handy hatte meine Schwiegermutter. Ich hatte gar nichts mit, nur das, was ich anhatte. Dann habe ich lange überlegt, was ich tun soll und habe entschlossen, zu einem Bahnhof zu gehen, damit ich nicht draußen bin. Ich habe diesen Bahnhof leider nicht gefunden. Dann bin ich irgendwo in der Innenstadt angekommen, bei irgendeinem Park. Dann habe ich mich auf diesem Park auf eine Bank gesetzt. Total verzweifelt und habe auch erstmal dort eine Stunde lang geweint. Dann habe ich mich aufgerafft und habe angefangen rumzudrehen, um Leute zu fragen, ob sie mir bitte helfen können, ob sie mir ihr Handy geben können, dass ich jemanden kontaktieren kann. Niemand hat mir geholfen. Ich bin auch in Restaurants reingegangen und habe ständig Leute gefragt. Habe ich niemanden gefunden, dann bin ich wieder zurück in den Park und habe mich auf diese Bank gesetzt. Es wurde mittlerweile schon 22, 23 Uhr, es war schon dunkel. Dann habe ich nochmal angefangen, Leute anzusprechen. Meine Schwiegermutter hatte Alims Familie erzählt, also ihrer Familie erzählt, dass ich auf Instagram ein Bild von Alim und einer Frau gesehen hätte und eifersüchtig geworden bin und deshalb weggelaufen bin. Dann nach langer Suche habe ich auf jeden Fall zwei Frauen getroffen, die mir geholfen haben. Ich durfte mich mit ihrem Handy auf meinen Instagram-Account einloggen. Und so konnte ich meine Freundin Ayla kontaktieren. Ich habe Ayla geschrieben, Ayla, bitte, das und das ist passiert, das und das, kannst du mich bitte abholen? Ayla hat mir zum Glück schnell geantwortet. Sie hat mir gesagt, ich habe gerade mein Handy nicht, ich habe gerade mein Auto nicht, aber setz dich in ein Taxi und fahr zu mir, ich bezahle dieses Taxi hier. Währenddessen hat sie Alim angerufen und ist komplett ausgerastet. Meinte, was ist los, was hast du mit ihr gemacht, was ist passiert? Und hat Alim gesagt, wo ich bin. Alim ist dann in diesem Park aufgetaucht. Er sagt zu mir, ja, was machst du, was passiert und so weiter. Und ihr müsst bedenken, ich bin komplett verheult und am Schreien und Weinen. Und ich sage zu ihm, ich werde niemals wieder zu deiner Mutter zurückgehen. Ich werde niemals wieder unter einem Haus mit deiner Mutter leben. Lieber bin ich tot, als mit diesen Menschen zusammenzuleben. Dann sind wir zur Polizei gegangen. Weil Alim eine Vermisstenanzeige gemacht hatte, musste ich der Polizei sagen, ja, ich bin schwanger, meine Hormone, ich bin ein bisschen durchgedreht, ich kenne die Stadt nicht und habe mich verlaufen. Dann, sobald das erledigt war, hat mich Alim in ein Hotel gebracht. Wir sind die ersten paar Tage in mehrere Hotels gewesen, bis uns das Geld ausging. Dann hat uns Adam geschrieben und meinte, komm zu mir, bleib bitte bei mir und wollte uns helfen. Dann sind wir zu Adam. Alim und Adam haben mir dann auch zusammen neue Anziehsachen geholt, weil ich hatte nichts mehr zum Anziehen. Adam hat mir Essen geholt, Adam hat versucht, mich zum Lachen zu bringen und hat mir da sehr geholfen. Dann sind wir ein paar Tage da geblieben. Moment. Insgesamt ging das eine Woche und dann hat Alim zu mir gesagt, wir ziehen nach Deutschland. Er hatte schon länger vorgehabt, nach Deutschland zu ziehen. Er hat meinen Pass und mein Handy aus der Wohnung geholt. Und wir sind quasi mit dem, was ich anhatte und einem Rucksack von Alim mit seinen Sachen, sind wieder nach Deutschland angekommen. Damals wurden wir empfangen genommen von Orkun, Fitness Orkun. Er hat uns eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Er hat uns auch so zwei Decken und Handtücher gegeben, weil die Wohnung war komplett leer. Er hat uns auf jeden Fall so gut geholfen, wie er nur konnte. In dieser Wohnung, wir hatten zwei Decken, komplett zwei dünne Decken. Die haben wir auf den Boden gelegt und quasi eine war zum Zudecken. Alim hat diese Decken komplett für sich verwendet und ich habe manchmal einfach komplett nackt auf dem Boden geschlafen. Ich hatte auf meinem Handy kein Internet, keine Kontakte, gar nichts. Alim hat dann mich im Haus immer gelassen und war oft die ganze Zeit weg. Ich habe natürlich angefangen, in diesem Haus durchzudrehen, weil ich es nicht gewohnt bin, überhaupt so alleine zu sein und wegen allem, was passiert ist. Ich komme aus einer großen Familie. Ich kenne das nicht, überhaupt alleine zu Hause zu sein.
ich will keine Katze in diesem Video, deshalb tut mir leid für dieses Aufatmen und alles. Mir fällt es ein bisschen schwer. Ab diesem Moment war das so eine Sache. Alle meinten zu mir, wegen dem, was du getan hast, dass du dich getraut hast, wegzulaufen, aus meinem Haus wegzulaufen, hast du niemals wieder was zu melden, du wirst nie wieder irgendwas sagen, du hast kein Recht, du hast gar nichts, du bist ja niemand. Und damals fand ich, dass ich quasi, ich habe mich schuldig gefühlt, in meinem Kopf war, oh Gott, wie konnte ich das tun, wie konnte ich das dieser Familie antun, wie konnte ich alle in diesen Stress bringen. Und habe getan, was man mir gesagt hat. Nach einer Zeit haben wir auch Möbel für diese Wohnung geholt, einfach eine Couch und ein Bett. Zu der Zeit hat auch Adam Maestro kennengelernt. Adam hat damals in seinen Videos erzählt, wir haben gemeinsam auf dem Boden geschlafen, wir haben Küchen aus Kisten gebaut und dass wir voll das Team gewesen wären, was aber absolut nicht stimmt. Er hat mich ständig allein gelassen in dieser Wohnung. Ich habe angefangen, da drin ein bisschen durchzudrehen und habe mit so Kisten und Sachen, die ich gefunden habe, wie so eine Verrückte angefangen, Sachen zu stapeln und alles. Und ich habe mir so aus Kartons eine Küche zusammengebastelt. Ja, dann eine Weile später war es soweit, die Geburt von meinem ersten Kind, von unserem Sohn. An dem Tag hat Maestro uns abgeholt. Das war auch das erste Mal, dass ich Maestro gesehen habe, beziehungsweise Maestro kennengelernt habe. Er hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Er hat auch mit einem draußen gewartet während der Geburt. Er war einer der Ersten, der dieses Kind gesehen hat. Er hat mich auch nach der Geburt wieder nach Hause gefahren. Und, Moment. Dann nach der Geburt hieß es, wir ziehen jetzt um. Wir ziehen nach Bottrop, in dieses Haus. Alim hat Ort und Wohnung, obwohl er uns so lange geholfen hat, komplett verwüstet zurückgelassen, komplett zugemüht zugelassen, alles da gelassen und auch kaputte Sachen einfach so gelassen, wie es ist, die ganzen Kartons, den ganzen Müll, und hat mich auch nicht aufräumen lassen. Und so sind wir dann quasi ins neue Haus in Bottrop gezogen. Dieses Haus war auch erstmal leer, musste ich auch mal erstmal wieder auf dem Boden schlafen mit meinem Kind. Da haben wir auch ein bisschen gebraucht, bis er mir ein Bett besorgt hat und irgendwann haben wir auch eine Küche in diesem Haus besorgt. Es war die Zeit, wo er damals im Wohnzimmer immer 20, 30 Männer hatte, mit denen er Videos gedreht hat. Ich durfte nie runterkommen. Ich musste immer oben bleiben. Und außer wenn es mir gerade gepasst hat, wenn er irgendwas von mir gebraucht hat oder ich für irgendwen Essen machen sollte, hat er mich runtergeholt. Ansonsten hat er mir gesagt, muss ich oben bleiben, selbst wenn ich ein Fläschchen für mein Kind machen wollte, durfte ich nicht runterkommen. Etwas später ist er nach Abu zu uns gezogen. Daraufhin weiter haben wir auch Chan kennengelernt, Chan Bro. Er war dann auch quasi so ein Mitglied da, wie soll ich das jetzt am besten sagen. Irgendwann kam ein Anruf von der Polizei aus Österreich. Das war, und zwar meine Mutter wäre bei der Polizei gewesen, weil sie auch monatelang nichts von mir gehört hatte und wollte wissen, ob es mir gut geht. Ich durfte mit meiner Mutter selber nicht reden, das war ein Polizist, der einfach von mir hören bestätigen wollte, dass ich es bin und dass ich sage, dass es mir gut geht. Alle meinte hier, sagt, dass es dir gut geht und so weiter. Habe ich die Polizei ausgerichtet und die Polizei hat es meiner Mutter ausgerichtet. Und da wusste ich, okay, meine Mutter sucht nach mir. Ich durfte aber mit ihr keinen Kontakt aufnehmen. Ich durfte absolut nicht mit denen reden, gar nicht. Später auch, als Abo zu uns kam, hatte ich auch Gespräche mit ihm, wegen dem, was passiert war. Und er war der Meinung, ich sollte mich bei meiner Schwiegermutter entschuldigen. Er meinte, dass, ja, das ist normal ihr Verhalten. So verhält sie sich, wenn sie jemanden liebt, sagt er. Fing auch an, mir so Sachen ein bisschen an den Kopf zu werfen, wie, du weißt schon, wenn du dich trennst, dass dieses Kind bei uns bleiben wird. Und wegen meiner damaligen Verfassung haben mir diese Sätze mich natürlich komplett fertig gemacht, auch wegen dem, was meine Schwiegermutter mir damals gesagt hat, wie, du wirst das Sorgerecht für das Kind abgeben, du wirst das Kind niemals behalten. Zu der Zeit gab es auch viel Telefonterror von Alims Mutter. Sie hat ständig angerufen und gesagt, trenn dich von ihr und das und das und komplett gegen mich Sachen gesagt. Alim hatte immer Wutausbrüche. Er hat viel an mir ausgelassen. Er hat auch zu Hause viele Sachen kaputt gemacht. Alim behauptete ja auch, er hätte mich, dieses Thema ist mir sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Weil ich sowas eigentlich nicht im Internet niemals ansprechen würde, allein weil das einfach meine Familienmitglieder und sowas mitsehen. Alim behauptet ja,
in seinen Videos, er hätte mich seit einem Jahr nicht angefasst und er hätte sich immer zurückgehalten, wäre so anständig und liebevoll gewesen. Die Wahrheit ist aber, Alim, wenn ich Nein gesagt habe, ist auf mich losgegangen. Hat Sachen kaputtgeschlagen, er hat Türen kaputtgeschlagen. Damals auch im Bottrop, Maestro, alle, die haben das gesehen, die damals in diesem Haus waren, auf diesem Balkon, wie diese kaputte Tür dort lag und allgemein, dass dort, wie viele kaputte Sachen es da gab. WhatsApp oder irgendwas durfte ich zu dieser Zeit nicht haben. Entschuldigung, ich habe hier mein Handy stehen. Einmal am Abend habe ich mit Abo einen Film geguckt. Ich habe plötzlich starke Schmerzen bekommen und bin dann schlafen gegangen. Am nächsten Tag wurden die Schmerzen immer schlimmer. Alim hat sich geweigert, mich zum Arzt zu fahren. Die Schmerzen wurden dann immer so schlimmer, dass er auch wieder keine Wahl hatte, als mich ins Krankenhaus zu bringen. Im Krankenhaus wurde gesagt, ich hätte nur eine Blasenentzündung und bin wieder nach Hause geschickt worden. Er wurde nach Hause geschickt. Entschuldigung für den Sprachfehler. Zu Hause wurden die Schmerzen immer schlimmer. Ich habe mich an Alim gewandt und meinte, bitte hilf mir, ich halte das nicht mehr aus. Dann hat Alim zu mir gesagt, hör auf dich so anzustellen, ich habe die Schnauze voll von dir, hör auf so rumzuheulen, du hast bestimmt gar keine Schmerzen. Das ging dann so weit, dass ich zu Alim gemeint habe, ich werde hier gleich rausrennen, wenn du mich nicht zu einem Arzt bringst, renne ich hier selber raus und renne selber zu einem Arzt. Dann hat er Matthias angerufen, Matthias von Sek Plus. Wir hatten ja auch keine Krankenversicherung, gar nichts. Da hat Matthias gesagt, kommt zu mir, ich kenne in diesem Krankenhaus den Chefarzt oder irgendeinen Arzt, ich bin mit dem gut befreundet, der wird euch helfen. Dann sind wir da hingefahren, 2 Stunden ungefähr. Damals waren Abu, Nico, Maestro und Alim genau. Dann als ich im Krankenhaus war, haben die quasi auf Saifula aufgepasst. Im Krankenhaus wurde festgestellt, ich hatte eine chronische Blinddarmentzündung. Da wurde ich operiert. Nach der Operation sind wir nach Hause gefahren. Ich sollte eigentlich noch einen Tag länger im Krankenhaus bleiben. Aber ich habe gesagt, nein, ich kann nicht. Ich habe ein Kind und habe mich quasi selber entlassen. Danach sind wir nach Hause gefahren. Und es gab auch einen Moment, ich war ja ständig alleine, weil Alim war ja nonstop unterwegs. Und da gab es auch einen Moment, da waren wir unten im Essbereich. Da war Alim, Abu und Chan. Chan müsste sich auch dran erinnern. Ich habe plötzlich angefangen zu weinen und gesagt, ja, ich bin total einsam, ich habe keine einzige Freundin und mir geht's nicht gut. Das hat auch Chan gesehen. Daraufhin hat auch Chan uns mal angeboten, zu seiner Familie nach Hause zu kommen und uns eingeladen. Danach hat er mir auch mehrmals gesagt, ich weiß nicht, ob er das aus Mitleid für mich getan hat oder einfach nur helfen wollte. Hat er zu mir gesagt, ja, wenn du allein bist oder dir langweilig ist oder wenn du mal wieder unter Leute willst, kannst du jederzeit zu meiner Mutter gehen, auch meine kleine Schwester, die wird sich drüber freuen. Und hat mir quasi da versucht zu helfen, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mich aber nie getraut, zu denen zu gehen, weil ich mittlerweile schon so eine Angst entwickelt hatte, überhaupt so unter Leute zu gehen. Moment. Diese Sache im Krankenhaus, als ich mein Blinddarm entfernt wurde, diese Rechnung hat auch Alim nie bezahlt. Das hat Alim allgemein nicht. Er hat allgemein nie Rechnungen bezahlt und immer einen Haufen Schulden hinterlassen. WhatsApp durfte ich zu dieser Zeit nicht haben. Ich durfte allgemein niemanden in Kontakt halten. Nach einer Zeit habe ich ihn angebettelt, dass ich einen Instagram-Account machen darf. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich werde da ja nicht so posten. Wenn, dann werde ich nur von euch Jungs irgendwas reposten. Also quasi, wenn ihr ein Lied rausbringt, werde ich das in meine Story, in meinem Beitrag posten oder irgendwas. Ich habe mich quasi angebettelt, damit ich einen Instagram-Account haben darf. Und zu dieser einen Sache, dass alle behaupten, ich hätte jetzt meine Kommentare ausgemacht. Meine Kommentare waren von Anfang an aus. Ich durfte meine Kommentare nie anmachen. Also seit ich glaube, ich habe diesen Instagram-Account seit 3 Jahren, weiß ich nicht, aber meine Kommentare waren noch nie angeschaltet. Dann kam die Zeit, wo es hieß, wir ziehen nach Köln. Alim kam mitten in der Nacht zu mir und meinte, ja, pack 1, 2, 3 Sachen, die du brauchst. Wir ziehen jetzt nach Köln und den Rest kannst du dann nachholen. Ich hatte auch diese Wohnung nie gesehen oder wie auch immer. Ich hatte allgemein kein Mitspracherecht. Ich habe dann quasi 1, 2 Sachen gepackt für Saifullah und für mich und wir sind rübergefahren. Und die restlichen Sachen aus dem Haus hat er niemals geholt.
Er hat behauptet, die Leute hätten diese Sachen geklaut. Aber ich bin mir sicher, diese Leute haben einfach auch alles weggeworfen, weil Alim dieses Haus, genau wie bei Orkun die Wohnung, auch dieses Haus komplett zugemüllt und kaputt hinterlassen hat. Wir hatten kaputte Türen von Alims Wutausbrüchen, die auf dem Balkon lagen. Können auch Abu und Malik bestätigen. Abu, nicht Malik, Entschuldigung, Abu und Maestro bestätigen. Die waren ja damals auch oft da. Maestro und Alim sind sich zu dieser Zeit, die wurden immer enger, die wurden immer ein besseres, immer ein stärkeres Team, sage ich jetzt so. Haben immer angefangen, mehr miteinander zu arbeiten. Maestro ist immer mitgekommen. Auch damals eine Sache, wir hatten ja kein Auto und Alim hatte auch keinen Führerschein und gar nichts. Und Maestro und Chan haben uns immer einkaufen gefahren, haben uns zu meinen, wenn ich einen Kinderarzttermin hatte, die haben mich hingefahren. Die waren damals uns auch eine große Stütze. Da gibt es noch eine Sache, und zwar, wenn wir einkaufen waren, und wenn der Betrag an der Kasse zu groß war, wenn er zum Beispiel 200, 300 € war, hat alle mich immer fertig gemacht und meinte, was hast du gekauft, was ist da, dass du, ich war ja nicht alleine einkaufen, wir waren immer alle zusammen einkaufen. Hat mich auf jeden Fall immer für sowas fertig gemacht und mir die Schuld gegeben. Und ich habe mir allgemein beim Einkaufen, selbst wenn ich irgendwas haben wollte, habe ich mir das nicht genommen, weil ich Angst vor diesen Beträgen hatte. Dann habe ich angefangen, zu Hause weniger zu essen. Egal, ob ich Hunger hatte oder nicht, habe ich angefangen, weniger zu essen. Damit einfach mehr Essen übrig bleibt, dann, wenn wir einkaufen gehen, dass wir nicht so viel einkaufen müssen und diese Summe an der Kasse quasi kleiner ist und damit ich quasi nicht wieder von allem fertig gemacht werde. Ja, angekommen in Köln. Ich durfte ja nie rausgehen, auch als mein Sohn geboren wurde. Ich durfte ihn nie mit ihm spazieren gehen. Mein Sohn hatte nie ein anderes Kind gesehen. Der war mittlerweile schon ein Jahr alt. Da hatte ich quasi den Wunsch, ein zweites Kind zu bekommen, einfach für meinen Sohn, damit er ein Geschwisterchen hat und jemanden hat, weil er sonst auch mit mir ständig alleine war. Ich war nonstop auf mich gestellt und manchmal sind meine Tage so vergangen, dass ich tagsüber kein einziges Wort geredet habe. Manchmal, ich war einfach komplett stumm, weil ich keinen Menschen mehr hatte zum Reden. Noch eine Sache zu Maestro. Maestro war allem damals eine sehr gute, sehr große Hilfe. Und hat sehr viel für ihn gemacht, ist für ihn sehr viel herumgefahren, hat sehr viel auf sich genommen. Alim hat aber immer über Maestro schlecht geredet, bei jedem und allem von Anfang an. Er hat immer Maestro bei jedem schlecht gemacht. Alim hat nie mit mir selber Zeit verbracht. Ich musste ihn anflehen und ich bin oft richtig durchgedreht, damit er mich auch mal mit rausnimmt, dass ich auch mal raus kann oder dass er mich auch mal mit in ein Restaurant nimmt, weil er zu der Zeit, diese Köln-Zeit, wo er in diesem Studio dieses Keller-Team hatte, wisst ihr selber, das war seine größte Halbzeit, da hat er sehr, sehr viel Geld verdient. Dieses Geld hat er so gut wie immer für sich ausgegeben, hat sich die schönsten Sachen gekauft, war in den besten Läden essen. Mir hat er so nie Geld gegeben. Dann habe ich heimlich, bin ich in seinen PayPal-Account reingekommen und habe so angefangen, mir heimlich mir und den Kindern Anziehsachen zu kaufen und Sachen zu bestellen. Und mich immer ausgeredet bei allem, ja, das habe ich dafür gebraucht und hierfür gebraucht. Ich musste immer alles und absolut alles erklären. Immer wenn Alim dann irgendeinen Mist gebaut hat oder ich ihn bei irgendwas erwischt habe, bin ich immer durchgedreht und damit ich ruhig bleibe, hat mir dann Alim immer in solchen Fällen ein Geschenk gekauft oder eine Tasche gekauft, damit ich einfach quasi meinen Mund halte. Ja, ich wurde 2020, das war auch die Zeit, wo Corona begann, ich wurde schwanger mit meinem zweiten Kind. Dieses Jahr in Köln war für mich auch unfassbar schlimm. Ich habe unfassbar viel geweint und gelitten, weil ich da so einsam war. Die Jungs sind immer 13, 14 Uhr aufgestanden, haben das Haus verlassen und sind immer 3, 4 Uhr nachts nach Hause gekommen. Ich war nonstop auf mich alleine gestellt. Irgendwann hat auch Alim diese Hunde geholt, diese drei Hunde. Es war eigentlich geplant, dass er nur einen einzigen Hund holt und die haben einfach drei Hunde geholt, haben die bei mir zu Hause abgesetzt und waren ständig draußen unterwegs und ich musste mich um das Kind und diese Hunde kümmern. Und ich habe die nicht geschafft zu kontrollieren. Die haben auch immer alles komplett vollgekackt und alles kaputt gemacht. Eines Abends, ich habe geschlafen, es war 3 Uhr nachts, ich habe gehört, wie die Jungs reingekommen sind, weil die waren laut, als die reingekommen sind. Und irgendein Hund hat auf den Boden gekackt. Und ich höre, wie Abo sagt, ja, weck Anis auf, sie soll das sauber machen. Ich war zu der Zeit schon schwanger. Mir ging es sehr, sehr schlecht körperlich. Die zweite Schwangerschaft hatte mich sehr mitgenommen, auch mit der Übelkeit. Dann kommt Alim zu mir hoch, weckt mich einfach um 3 Uhr nachts auf und sagt, geh runter, das sauber machen.
Ich bin da aber ausgerastet. Ich habe gesagt, wie kannst du mich jetzt 3 Uhr nachts wecken, obwohl ihr da unten seid? Warum macht ihr das nicht sauber? Er ist ausgerastet, er ist runtergegangen zu Abo. Abo hat sich auch aufgeregt, dass ich nicht mit runtergekommen bin. Ich habe mich dann aber geweigert und bin in meinem Bett geblieben. Halim ist komplett durchgedreht, hat um sich geschlagen, weil ich mich geweigert habe, runterzukommen, das sauber zu machen. Zu dieser Zeit in Köln hat auch Alim Nebel kennengelernt. Der war dann auch immer öfters mit denen dabei. Ich hatte mal einen Moment, wo ich, also es war mittlerweile schon 2 Jahre vergangen, ich hatte einen Moment, wo ich zu Alim gegangen bin und gesagt habe, Alim, darf ich bitte meine Familie kontaktieren? Ich habe 5 Geschwister, meine Eltern sind auch ein bisschen älter. Wenn jemals was irgendjemand aus meiner Familie passiert, werde ich nicht dabei sein können und das wird alles auf euch lasten. Also bitte habe ich ihn angefleht, jemanden aus meiner Familie in Kontakt treten zu dürfen. Dann hat Alim gesagt, ja, wenn denen was passiert, ist es mir egal, interessiert mich nicht. Nein, du darfst nicht mit ihnen in Kontakt treten. Alim hat damals diesen Auto bekommen. Er hatte dann das erste Mal auch ein Auto. Er hat aber einen gefälschten Führerschein gehabt. Zu der Zeit kamen auch Soko und Albus dazu. Denen hat er auch viele Versprechen gemacht und die Welt versprochen, wie er das bei allen Menschen tut. Und die am Ende, nur sie am Ende dann im Stich zu lassen. Dann gibt es da noch eine Sache. Alem hätte ja behauptet, ich hätte ihn mit irgendwelchen Leuten von diesem Kellerteam damals betrogen oder wäre fremdgegangen oder was auch immer. An der Stelle würde ich mich einfach gerne direkt an diese Leute von damals wenden, dass ihr einfach selber was dazu sagt. Ob ich jemals irgendjemand von euch angemacht habe, ob ich jemals mit irgendjemand von euch geflirtet habe oder wie ihr mich überhaupt aufgefasst habt. Also ich war die meiste Zeit nur zu Hause und ihr wart immer irgendwo unterwegs. Also das, was Alim sagt, stimmt absolut nicht. Diese Sachen, dass ich ihn betrüge, ich habe ihn immer, wenn ich ihn versucht habe zu verlassen, hat er immer mir solche Sachen vorgeworfen, dass ich zu irgendeinem anderen Mann will und ihn deshalb verlassen will. Hat er das nicht akzeptiert? Ich habe damals in dieser Zeit in Köln, ich habe immer für alle gekocht, so gut ich kann. Ich habe von jedem Mann die Wäsche gewaschen, ich habe immer alles aufgeräumt, ich habe zu Hause immer funktioniert. Ich habe ihn, dann gab es auch noch eine Sache. Dann nach einer Zeit ist auch Malik zu uns gezogen. Dann war es auch schon zu weit mit der Geburt von meinem zweiten Kind. Wurde ich ins Krankenhaus gebracht. Das war dann damals auch Maestro, der mich ins Krankenhaus gefahren hat, weil Alim an dem Abend zugekifft war. Im Krankenhaus, ja, also ich habe im Krankenhaus, ich habe das Kind bekommen. Ich musste 2 Tage im Krankenhaus bleiben und dann, als ich nach Hause gekommen bin, war alles komplett zugemüllt, alles war dreckig. Alim hatte, währenddessen ich weg war, 20, 30 Männer ins Haus geholt. Die hatten alles zugemüllt, alles aus dem Kühlschrank aufgegessen, was weiß ich was. Alim hat diesen Menschen quasi erlaubt, sich zu Hause so respektlos zu benehmen. Und statt denen einfach zu sagen, ja, ich habe hier Frau und Kind, die mit mir leben, hat er quasi, was sollen diese Leute machen, wenn Alim das zulässt, dass sie sich so bei uns zu Hause verhalten? Ich kam auf jeden Fall nach der Geburt von Safir kam ich nach Hause. Ich hatte die Nacht im Krankenhaus nicht geschlafen. Und seit ich da zu Hause war, hatte ich allgemein 3 Tage lang nicht geschlafen. Ich war 3 Tage durchgehend wach, weil als ich aus dem Krankenhaus zurückkam, stand der Umzug davor. Wir wollten nach Oberhausen ziehen, in dieses Penthouse. Und weil das wieder so kurz davor stand, habe ich angefangen zu packen. Die Jungs waren wieder mal nicht da. Ich war allein zu Hause. Die haben mich komplett allein gelassen mit beiden Kindern und dem Umzug. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht anfange, die Sachen zu packen, werden diese Umzüge genau wie die letzten, wie dieser Umzug wie die letzten Umzüge sein. Ich werde wieder alles, was ich habe, zurücklassen müssen. Dann habe ich innerhalb dieser 2 Tage, nicht mal 2 Tage, also innerhalb eines Tages, habe ich komplett alles gepackt. Das war direkt nach der Geburt. Ich habe alle Kisten da rauf runtergetragen, die Treppen, alles fertiggestellt und alles unten hingestellt. Als die Jungs nach Hause kamen, dass sie sogar selber gesagt, schockiert waren und selber gesagt haben, hast du das alles alleine gemacht? Und dann kam der Umzug nach Oberhausen. Das war dann der dritte Tag. Da war ich immer noch wach. Ich hatte immer noch kein Stück geschlafen. Ich war 3 Tage durchgehend wach.
Dann ist noch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Ich hätte diese Sache eigentlich niemals angesprochen. Aber weil Alim das gemacht hat, muss ich jetzt einfach darauf eingehen. Mir ist es sehr unangenehm. Alim hat behauptet, dass er mich manchmal ein Jahr lang nicht angefasst hat und sehr respektvoll gegenüber mir war. Was aber absolut nicht die Wahrheit ist. Wenn ich Nein gesagt habe, hat Alim mich geschlagen und ist auf mich losgegangen. Hat meine Sachen kaputt gemacht, alle Sachen von mir kaputt gemacht, ist komplett ausgerastet. Er hat sogar 3 Tage nach der Geburt, wo ich auch diese 3 Tage am Stück wach war, wollte er sich auch wieder an mich dran machen und ich meinte, ich kann nicht. Ich habe gerade ein Kind bekommen und ich bin seit 3 Tagen wach, mir geht's nicht gut. Ist er komplett ausgerastet und auf mich losgegangen. Alim ist immer durchgedreht, wenn ich sein Handy angefasst habe. Ich durfte niemals irgendwas auf sein Handy machen. Er hat auch immer alles gelöscht. Er hatte aber vollständigen Zugriff auf mein Handy. Er wusste zu all meinen Sachen, meine Passwörter, meine Logins. Hatte komplett Zugriff. Als wir in diesem Penthouse in Oberhaus gelebt haben, das war die Corona-Zeit, wo allem angefangen hat, zu Hause in der Wohnung Videos zu drehen. Und das war auch da, wo man das erste Mal mich in einem Video gehört hat. Das war aber so nicht geplant. Ich dachte, er würde mich rausschneiden. Auf jeden Fall hat er es nicht rausgeschnitten und hat das Video so hochgeladen. Und da ist halt großes Interesse aufgekommen und das hat Alim gemerkt und dann hat Alim angefangen, mich in Videos einzuweihen, dass man meine Stimme öfter hinten hört und mich irgendwie damit reinzumischen. Zu der Zeit war auch Ruslan bei uns, das war sein ehemaliger Cutter. Also zu Ruslan ist ein netter, anständiger, sehr fleißiger Typ. Ich erinnere mich noch an eine Sache, er war bei uns in der Wohnung im Penthouse. Er hatte sich Essen bestellt, weil er den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Und Alim ist ausgerastet. Ich weiß aber nicht, ob das Russland mitbekommen hat. Alim ist auf jeden Fall ausgerastet, ist durchgedreht und meinte, wie kann er es wagen? Wie kommt er mir jetzt mit Essen an? War total genervt und meinte, du sollst seine scheiß Videos schneiden. Und einfach seine Videos, dafür ist er da, dafür bezahle ich ihn. Ich habe Alim gesagt, er soll aufhören, diese Leute so zu behandeln. Ich habe ihm das allgemein sehr, sehr oft gesagt, hör auf, über Leute so zu reden, über so zu behandeln, die du jeden Tag siehst und bei dir sind und mit dir arbeiten und dir helfen. Und Alims Antwort auf sowas war immer, ich bin Mäus, die sollen dankbar sein, dass ich auch nur in ihre Richtung gucke. Alim hat absolut niemanden, nichts und niemanden respektiert. Alim hat auch immer alle anderen herumgeschickt, um für ihn Sachen zu erledigen. Wenn ich für die Kinder Windeln gebraucht habe oder irgendwas gebraucht habe, hat er Maestro und damals auch Sina, und hat alle Leute hin und her geschickt, um ihn, dass die Sachen für die Kinder besorgen, was mir damals aber auch sehr unangenehm war. Er hat nie selber irgendwas für die Kids getan. Sefus Geburtstag stand an, das war an einem Sonntag, und Alim hat Nebel losgeschickt. An einem Sonntag und Nebel hat geschafft, an einem Sonntag einen Kuchen und Geschenke für Sefula zu besorgen und hat alles organisiert. Statt dass er sich selber darum kümmert, hat er ihn losgeschickt und hat ihn alles machen lassen und hat dann daraus ein YouTube-Video gemacht, als ob er der tolle Vater ist, der sein Kind so einen riesigen Geburtstag veranstaltet. Unter diesem Video haben sogar Leute selber kommentiert, was das für ein Kindergeburtstag, der ist kein einziges Kind. Ich durfte nie raus, ich durfte mit niemand anderen Kontakte knüpfen. Und somit haben auch meine Kinder nie andere Kinder kennengelernt. Wir waren immer miteinander. Das hat mir auch für die Kinder immer unendlich leid getan. Da gab es noch eine Sache, die ich. Ich habe mir mal meine Nase gebrochen. Dazu würde ich gerne noch eine Sache sagen. Leute haben mich auch jetzt in den letzten Tagen geschrieben, dieser Nasenbruch von dir, das war damals Alim, stimmt's? Und dazu möchte ich sagen, nein, dieser Nasenbruch war tatsächlich nicht Alim. Das habe ich selber getan. Als ich nachts aufgeräumt habe, bin ich gegen eine Glaswand gerannt und habe mir die Nase gebrochen. Da war Alim gar nicht zu Hause. Alim hatte eine Augen-OP gehabt. Ich habe dann den Tag, als ich mir die Nase gebrochen habe, habe ich Maestro angerufen, weil ich sonst niemanden erreicht habe. Und die haben mich dann ins Krankenhaus gefahren. Auf jeden Fall, diese Sache hat er nichts zu tun gehabt. Dann nach einer Zeit ging dieses Ascher-Thema los, dass Alim Ascher exposen möchte, alles über ihn erzählen möchte, dass er Pole ist und Jude ist und was weiß ich was. Abu und ich haben ihn damals angefleht, das nicht zu tun. Damals war uns noch gar nicht bewusst, was das für Auswirkungen haben wird und was für ein riesiger Streit daraus entstehen wird. Wir waren einfach nur der Meinung, er solle es nicht machen. Das ist nicht seine Aufgabe, da irgendwem irgendwas zu exposen. Wir haben ihn versucht, davon abzubringen.
Das hat aber nichts gebracht. Er hat dann trotzdem dieses Video gedreht und quasi Usher exposed. Daraus wurde dann ein Riesenproblem, dass sogar Leute anfingen, uns zu bedrohen. Nicht im Internet, sondern auch im privaten Leben uns bedrohen. Männer tauchten auf dem Parkplatz auf, wo wir gewohnt haben. Die haben mich aus meinem Fenster beobachtet. Ich war ja immer alleine zu Hause. Da wurde ich einmal sogar nachts nach Düsseldorf in ein Hotel gebracht, aus Sicherheitsgründen. Die Leute damals, die zu dieser Zeit anwesend waren, haben das auch alle mitbekommen. Diese ganze Sache mit Ascha und Alim wurde so schlimm, dass wir nach Belgien ziehen mussten. Alims Onkel ist aufgetaucht und hat gesagt, er kommt zu mir nach Belgien. Diese Umzüge waren einfach der Horror für mich, weil es auch allgemein sehr schlimm für mich war, einfach kein Zuhause zu haben. Ich war es leid, ständig umzuziehen und immer wieder alles packen zu müssen. Und wenn ich irgendwo ankomme, ich habe mittlerweile auch schon immer, wenn wir umgezogen sind, habe ich gar nicht mehr diese Sachen ausgepackt. Ich hatte so transparente Kisten und habe sie immer da drin gelassen, weil ich einfach schon wusste, okay, wir ziehen wahrscheinlich eh wieder um. Ja, dann sind wir in Belgien angekommen. Abu und Malik sind mit uns mitgekommen. Die haben aber eine eigene Wohnung gehabt. Wir haben dann in diesem großen Haus damals gelebt. Maestro kam nicht mit. Langsam ging ihm schon die Kraft aus, mit allem mitzuhalten. Alim wollte, dass Maestro mal überall mitkommt und als ob er sein Hund ist, ihn überall mitfolgt und alles für ihn tut. Aber er hat das von Maestro verlangt, aber hat sich selber nie darum gekümmert, dass Maestro auch eine Wohnung findet, dass es ihm auch gut geht, dass bei ihm auch alles funktioniert. Er hat quasi Maestro komplett immer im Stich gelassen. Und wie ich schon sagte, langsam ging Maestro die Kraft aus. Damals war auch Attila mit seiner jetzigen Frau. Ich weiß nicht, ob die da schon verlobt waren. Auf jeden Fall waren die da miteinander zusammen, mit seiner jetzigen Frau. Alim hat allgemein über jeden Menschen in seinem Umfeld widerlich gesprochen, jeden respektlos behandelt, wie ich das schon mal gesagt habe. Als Beispiel, ich nenne jetzt einfach nur ein Beispiel. Er hat mit Maestro telefoniert und hat gesagt, Nebel ist sein Hurensohn, das sind seine Worte. Dann hat er Nebel angerufen und gesagt, ja, zu Nebel gesagt, ja, Maestro ist sein Hurensohn. Also den Namen habe ich jetzt nur als Beispiel genommen. Auf jeden Fall, so hat er über jeden geredet. Mit einem hat er gerade noch gelacht und dann hat er beim nächsten über ihn hergezogen. Er hat quasi keinen einzigen Menschen um sich herum respektvoll behandelt. Nicht mal seine eigenen Brüder. Er hat sich über seine eigenen Brüder immer bei anderen auch beschwert. Als wir in Belgien ankamen, wurde dieser Streit und das Ganze ist so dramatisch, mit Bedrohungen und allem, dass ich angefangen habe, Angststörungen zu bekommen. Ich hatte viele Albträume. Ich hatte Albträume, wie Leute in unser Haus stürmen und mich und die Kids uns was antun. Alim hatte angefangen, tagelang zu verschwinden, wieder nach Deutschland, weil er Sachen drehen musste. Entschuldigung. Er hat mir auch nie Bescheid gesagt, wenn er abgehauen ist. Er ist auch manchmal tagelang abgehauen und hat immer 5 Minuten vor der Abreise gesagt, ja, ich gehe jetzt. Weil ich auch nie selber aus dem Haus durfte und nie was selber erledigen konnte, war das für mich auch immer ein Riesenproblem, weil er hat nie gefragt, ob ich für die Kinder was brauche, ob ich Windeln brauche oder ob zu Hause Essen da ist. Er ist einfach mal 5 Minuten bevor er los musste, hat er das gesagt, ich fahre jetzt und ist abgehauen. Er gab mir damals auch selber nie Geld. Und dann habe ich allem angeboten, ob ich nicht für ihn arbeiten darf. Lass mich deine Videos schneiden, lass mich für dich das machen, lass mich für dich Sachen organisieren. Lass mich quasi für dich arbeiten und du gibst mir einen monatlichen Lohn. Da habe ich auch das erste Mal ein Konto bekommen. Da habe ich das erste Mal ein eigenes Konto bekommen. Ich habe mir auch angefangen beizubringen, seine Videos zu schneiden. Daraus wurde aber am Ende nichts, weil Alim ja mich sowieso nicht gebraucht hat. Dann kam das Thema auf, dass Alims Mutter zu uns nach Belgien ziehen will. Ich muss sagen, wenn das Thema Alims Mutter aufkommt, werde ich immer total panisch, weil ich einfach ein Trauma von dieser Frau habe. Ja, das hieß auf jeden Fall, dann kommt Alims Mutter will zu uns nach Belgien ziehen. Dann habe ich gesagt, ich werde mit ihr nicht unter einem Dach leben, ich mache das nicht. Und dann habe ich angeboten, dass ich aus diesem großen Haus, in dem wir gelebt haben, dass ich ausziehe, dass Abu und Malik einziehen und auch Alims Mutter einziehen, dass die quasi als eine Familie in diesem Haus leben und er soll mich einfach in eine Nebenwohnung irgendwo mit den Kindern reinstecken. Aber ich will auf gar keinen Fall mit seiner Mutter unter dem Dach leben. Dazu würde ich auch gerne noch eine Sache vorlesen. Nein, Entschuldigung, das kommt erst danach.
damit das einfach chronologisch bleibt. Ja, auf jeden Fall, Alms Mutter wollte zu uns. Und wie gesagt, habe ich angeboten, dass die alle dort leben und dass ich ausziehe, weil ich kann ja nicht verbieten, dass Alem seine Mutter sieht. Da habe ich kein Mitspracherecht, das ist seine Mutter, das muss er entscheiden. Aber ich darf entscheiden, dass ich sie nicht sehen will, das war mir klar. Alem hat auch damals, wurde sich viel über ihn im Internet lustig gemacht, dass er abgehauen ist wegen dieser Asche-Thematik. Und dann habe ich ihm auch versucht zu helfen und gesagt, ja, sag einfach im Internet, ich habe Angst bekommen. Und wie sie sagt, du bist wegen deiner Frau abgehauen, weil deine Frau Angst bekommen hat und sie nicht mehr ausgehalten hat. Die Wahrheit ist ja aber, dass Alem uns ständig in solche Probleme gebracht hat. Wegen Alem hatten wir ständig Probleme und mussten weglaufen, mussten Angst haben, weil Alem sich sehr, sehr viele Feinde immer angeschafft hat, weil er Leute verärgert hat, weil er Leute abgezockt hat, weil er sie verarscht und betrogen hat. Und hat quasi mit seinen Aktionen unsere ganze Familie da in diese Scheiße geritten. Zu der Zeit fingen wir auch an, weil Alem quasi war in Belgien, alle seine Freunde von damals waren nicht da, er hatte niemanden, um Videos zu drehen, fing Alem an, mit uns Videos zu drehen. Und er hat auch angefangen, die Kinder in Videos einzubringen. Und wenn die Kinder nicht funktioniert haben und geweint haben, hat sich Alem total aufgeregt, ist ausgerastet und wollte quasi, dass die Kinder so auf Knopfdruck funktionieren. Und da haben wir auch angefangen zu streamen. Und wenn es mir mal an einem Abend nicht gut ging und ich nicht streamen wollte, hat er mich total fertig gemacht, weil in dem Stream oft Leute einfach auch nach mir gefragt haben und wollte, dass ich dabei bin. Hat Alem halt quasi mich gezwungen, da mitzumachen oft. Dann kam das Thema Türkei auf. Alems Onkel ist zu uns gekommen und meinte, wegen der Sache, die aktuell los ist, diese Gefahr, wir ziehen nach Türkei. Ich durfte da nicht widersprechen, weil ich hatte absolut kein Entscheidungsrecht. Dann fing Alems Onkel an, sich um unseren Papierkram zu kümmern, weil Alem hatte sich nie um irgendwas gekümmert. Wir hatten dann nicht mal Geburtsurkunden für unsere Kinder, weil er sich nie um irgendwas gekümmert hat oder sich beschäftigt hat und auch mich selber mich nicht drum kümmern lassen hat. Auf jeden Fall, sein Onkel fing an, sich um die Papiere zu kümmern, Pässe zu beantragen für die Kinder, also hat es versucht. Dann gab es ein Problem mit meinem Aufenthalt, und zwar, dass der abgelaufen war und den man verlängern musste und irgendein Dokument von mir hat gefehlt. Deshalb blieb ihm keine andere Wahl, und das Dokument war meine Mutter. Deshalb blieb Alems Onkel keine Wahl, als meine Mutter zu kontaktieren. Das haben wir dann auch gemacht. Haben meine Mutter gesagt, dass sie das und das von mir brauchen. Dann hat meine Mutter gesagt, ihr bekommt alles, was ihr von mir wollt, unter einer Bedingung, wenn ich mit meiner Tochter reden darf. Alem war komplett dagegen, hat es verboten. Aber Alems Onkel hat gesagt, doch, wir lassen sie jetzt mit ihr reden. Das war das erste Mal nach 3 Jahren, dass ich wieder mit meiner Mutter gesprochen habe und von meiner Familie gehört habe. Dazu möchte ich jetzt auch etwas zeigen. Das ist eine Sprachnotiz, die ich damals meiner Freundin geschickt habe. Ja. Ihr seht auch hier das Datum, das ist 2021. Ich mache das jetzt mal laut. Onkel hatte sie angerufen, weil mir eine geburtsurkundliche Sachen hat er sie. Er meinte, gib mir einfach die Nummer, ich werde sie selber anrufen und fragen, ob sie das schicken kann. Und er hat das getan und sie hat dann halt zu ihm gesagt, kann ich bitte einmal mit meiner Tochter sprechen? Zwei haben sich wohl gut verstanden und Alems Onkel ist auch irgendwie der einzige Normale aus seiner Familie und auch der einzige, den ich mag. Dann habe ich halt Alex Onkel war hier und er hat gesagt, ruf bitte deine Mutter an, sie möchte mit dir reden. Seifula, bitte! Habe ich sie angerufen, wir haben einfach eine halbe Stunde miteinander geredet. Ich habe ein bisschen geweint, ich habe auch so Sachen gesagt. Irgendwann erzähle ich dir das, auf jeden Fall war ganz okay. Ich wollte später ein paar Bilder von mir und ihr. Ich hatte dann meine Freundin geschrieben, sie wusste ja, dass ich mit meiner Mutter nicht in Kontakt bin. Ich habe geschrieben, habe eben 30 Minuten mit meiner Mutter telefoniert und sie antwortet darauf, was, deine Mutter? Ich so, ja, erzähl alles. Falls man die Audio hier nicht deutlich hört, kann ich sie auch im Nachhinein irgendwie einblenden oder posten. Ich sage im Grunde, ja, ich habe mit meiner Mutter telefoniert, ich habe geweint, das war jetzt das erste Mal und so weiter. Danach hat Alem verlangt, dass ich mit meiner Mutter wieder diesen Kontakt beende und nicht mehr mit ihr rede. Ich habe aber mich ein bisschen sicher gefühlt wegen Alems Onkel und habe versucht, irgendwie den Kontakt aufrechtzuhalten. Ich habe auch natürlich total geweint. Ich habe mich total gefreut, wieder meine Mutter zu hören.
Meine Mutter wusste ja nicht, wie meine letzten Jahre ausgesehen haben. Und dann kam es so weit, dass ich nach Österreich einmal musste zu meiner Familie. Also, ich hatte das erste Mal jetzt nach 3 Jahren wieder Kontakt zu meiner Mutter gehabt, weil wir Papierkram gebraucht haben. Es stellte sich fest, dass ich nach Österreich muss, um meinen Aufenthaltstitel zu verlängern. Und meine Mutter hat gesagt, mein Onkel gesagt, also Alims Onkel gesagt, ich gebe euch alles, was ihr braucht, aber lasst mich zuerst die Karte von meiner Tochter verlängern, weil wäre ich damals in die Türkei eingereist, hätte ich nicht mehr ausreisen können. Und meine Mutter wollte das verhindern. Sie wollte mir im Grunde helfen. Sie meinte, ja, ich mache alles, was du willst, aber lass mich dir wenigstens helfen, dass deine Papiere sauber sind. Ja, wie gesagt, allem hat sich aufgeregt, dass ich mit meiner Mutter in Kontakt geblieben bin. Dann kam der Moment, dass ich nach Österreich fliegen durfte. Ich bin alleine geflogen. Ich bin in der Früh hingeflogen, bin aber am selben Abend musste ich wieder zurückfliegen. Als ich am Flughafen ankam, bin ich da rausgekommen, habe mich zur Seite gestellt und habe gewartet. Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass ein Mann mich fotografiert. Ich habe mich weggedreht und dann habe ich plötzlich erkannt, dass dieser Mann mein Schwiegervater war. Er war mir gefolgt und hat heimlich von mir Fotos gemacht. Dazu zeige ich euch jetzt auch eine Sache. Mein Vater ist ein Mörder. Der hat ca. 250 Menschen umgebracht im Krieg. Er hat am Flughafen auf meine Frau gewartet und gestalkt. Sie haben ihr mit Blutrache gedroht, wenn wir uns nicht trennen. Ja, normal, dass sie Panik kriegt. Sie haben meine Kinder den Tod gewünscht, alles, was es gibt. Diese Screenshots sind von 2023. Das hat Ali einem Kumpel von sich erzählt. Auf jeden Fall, ich bin dann total panisch geworden. Ich hatte unfassbare Angst vor Alims Vater. Der hat dann Fotos von mir gemacht und ist abgehauen. Dann später sehe ich, wie meine Mutter auf mich zurennt. Sie hat mich da gefunden. Ich renne auf meine Mutter rennt auf mich zu und ich bin komplett erstarrt und kann mich nicht bewegen. Und dann hat meine Mutter angefangen zu weinen, weil sie dachte, ich freue mich nicht, sie zu sehen. Im Grunde hat mein Schwiegervater das erste Wiedersehen mit meiner Mutter wieder kaputt gemacht. Ich habe meiner Mutter gesagt, ja, ich habe meinen Schwiegervater hier gesehen, ich habe Angst, kannst du mich hier bitte wegbringen? Weil mein Schwiegervater hatte ja auch meine Mutter schon mal gedroht gehabt. Sie wusste ein bisschen Bescheid von ihm. Wir sind dann nach Hause zu meiner Familie. Ich habe mich total gefreut, meine ganze Familie zu sehen. Meine Familie hat sich auch total gefreut. Ich wurde total warm empfangen. Ich hatte ihnen aber zu der Zeit nicht erzählt, wie meine Ehe gelaufen ist. Ich habe auch total cool gemacht und meinte, ja, alles cool bei uns, wir haben viel Geld, wir sind glücklich, alles ist super. Aber ich wollte meiner Familie nicht erzählen, was alles passiert ist. Ich habe denen das verheimlicht. Diese Sache hat aber. Also ich habe quasi so getan, als hätte ich voll das gute Leben. Diese Sache hat aber meine Mutter sehr, sehr verletzt, weil sie dachte, ich habe einfach 3 Jahre lang mein Leben gelebt und komplett auf meine Familie geschissen. Das hat ihr im Moment total das Herz gebrochen. Auf jeden Fall am Laufe des Tages haben wir dann noch unseren Papierkram erledigt und am Abend wurde ich wieder zum Flughafen gebracht und bin nach Hause geflogen. In Belgien haben wir dann Container besorgt und unsere Sachen gepackt und es wurde alles nach Türkei gebracht. Quasi alle unsere gesamte Besitz war in diesem Container und wurde schon nach Türkei gebracht. In der Türkei hatte Alim schon auch Wohnungen vorgemietet, im Voraus bezahlt und alles geplant. Wir mussten aber noch in Deutschland bleiben, weil ich musste auf meine Aufenthaltskarte warten, dass ich sie wieder abholen kann, weil sonst hätte ich ja nicht reisen können. Wir mussten aus dem Haus aber in Belgien raus. Dann sind wir zuerst nach Köln, haben in einem Hotel gelebt. Zu dieser Zeit ist auch, also nochmal kurz, der Grund für den Umzug nach Türkei war, weil Alim viele Probleme hatte. Er hatte sich jetzt mit vielen Leuten verscherzt und hat es so mit uns in Gefahr gebracht. Zu der Zeit kam auch, hat Alim wieder den Kontakt mit Camilo gehabt. Entschuldigung. Camilo hat damals allem geholfen, ihn unterstützt, alles für ihn gemacht, dass er seine Videos drehen kann, hat alles organisiert. Wir lebten zuerst in Hotels, danach sind wir nach Braunschweig gezogen.
Und dort haben wir auch erstmal monatelang in Hotels gelebt, bis Camilo uns geholfen hat und durch einen Freund geschafft hat, für uns Wohnungen zu klären. Zu der Zeit hatten wir nur zwei Koffer, weil unsere ganzen Sachen waren in der Türkei. Dann haben wir auch erfahren, dass Alims Mutter in unsere Wohnung gezogen ist, die eigentlich für uns bedacht war, ist sie einfach reingezogen mit unseren ganzen Sachen. Da kam auch, weil Alim immer weniger Geld hatte, Entschuldigung. Zu der Zeit hatte Alim immer weniger Geld, weil sein YouTube lief nicht mehr. Und da wo Alim hat jetzt so 10 Uhren besessen. Und er wollte die Uhren waren zu diesem Zeitpunkt bei seinem Onkel, er wollte die abholen und wollte sie verkaufen, damit er Geld hat, um Videos zu drehen. Als er die Uhren abholen wollte, er ist nicht selber gefahren, er hat jemanden geschickt, meinte Alims Onkel, ich habe die Uhren nicht, dein Vater hat die Uhren abgeholt. Dann haben wir herausgefunden, dass Alims Eltern quasi Alim die Uhren geklaut hat. Sie wollten sie ihm nicht mehr geben und haben, ich weiß aber nicht, ob sie die Uhren verkauft haben oder was sie mit diesen Uhren gemacht haben. Ich weiß nur, Alims Eltern haben Alim die Uhren geklaut. Alim ist da komplett durchgedreht, hat auch ab da ist der Kontakt zwischen ihm und seinen Brüdern kaputt gegangen, weil zu der Zeit damals waren Alims Brüder schon, die waren schon vor uns in die Türkei gezogen, die haben schon dort gelebt und die waren schon bereits dort. Wie gesagt, also weiter geht's. Camilo hat für uns Wohnung geklärt. Durch einen Freund hat er es geschafft, dass wir zwei Wohnungen haben. Die waren nebeneinander. Links war unsere Wohnung und rechts war Alims Studio. Diese Wohnung in Braunschweig wieder war komplett leer. Ich musste wieder von neu anfangen und musste wieder auf Matratzen schlafen, mit den Kindern auf dem Boden schlafen. Ich hatte keine Küche. Wenn man zwei Kinder hat und keine Küche hat, ist das unglaublich schwer. Ich habe dann wieder wie damals am Anfang angefangen, mir Sachen zusammenzubasteln. Ich habe ein Bügelbrett genommen und ich habe mir so eine einzelne Herdplatte bestellt. Habe auf diesem Bügelbrett quasi mir eine kleine Küche zusammengebaut. Möbel haben wir erst viel später bekommen. Ich habe Alim lange vorgeheult, dass er unsere Sachen aus der Türkei zurückbringt, weil mein gesamter Besitz war dort, auch die Sache von den Kindern war dort. Durch langes Hin und Her und viel Streit hat Alim es endlich organisiert, dass die Sachen zurückgebracht werden. Als die Sachen zurückgebracht wurden, haben die Hälfte meiner Sachen gefehlt, auch mein Handy wurde geklaut. Ich weiß aber nicht, wer das war. Ich habe eine Vermutung, aber meine Vermutung möchte ich jetzt nicht in den Raum stellen. Weil ich, wie gesagt, ich habe keine Beweise, wer es war. Auf jeden Fall ist aber das passiert. Dann begann die Zeit, dass Alim öfters wieder nach Köln gefahren ist. Und diese Khatar-Tower-Zeit hat begonnen. Alim war manchmal auch einfach für ein, zwei Wochen weg und kam nicht nach Hause. Das war auch die Zeit, wo ich das erste Mal alleine einkaufen gehen durfte, weil Alim nicht da war, um mit mir einkaufen zu fahren oder irgendwas zu erledigen. Und es kein Essen da war und mir keine Wahl blieb, durfte ich das erste Mal alleine rausgehen. Natürlich unter Nonstop-Kontrolle, Telefonate und Anrufe. Sonst war ich immer zu Hause eingesperrt. Auf jeden Fall fing Alim an, öfter zu diesem Khatar Tower zu gehen, fing an, immer mehr Drogen zu nehmen und ist komplett wie soll ich das sagen, ist komplett quasi diesen Drogen verfallen. Er war manchmal kam er nach Hause, blieb für ein, zwei Tage und ging. Ich hatte ihn auch mal gebeten, mich mitzunehmen, weil ich quasi, ich bin zu Hause durchgedreht, dieses Zuhause eingesperrt machen, eingesperrt sein hat mich krank gemacht. Ich habe jeden Tag immer nur geweint, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Dann habe ich ihn auch manchmal gebeten, uns mitzunehmen. Wenn er uns mitgenommen hat, dann mussten wir auch dort einfach im Hotel bleiben und er war auch wieder den ganzen Tag irgendwo unterwegs. Damals haben mich sogar Leute auf Instagram gefragt, warum bist du ständig zu Hause? Warum gehst du eigentlich nie raus? Hast du gar keine Freunde? Du hast nie irgendeinen Menschen bei dir? Es ist sogar den Leuten selber auf Instagram aufgefallen, aber ich habe immer versucht, das zu vertuschen, so gut ich kann, weil ich einfach nicht wollte, dass Leute sowas über uns wissen. Ja, auf jeden Fall, das hat Monate gedauert, bis wir Möbel in diesem Haus bekommen haben. Irgendwann durfte ich meine Mutter zu mir einladen. Dann ist meine Mutter mich in Braunschweig besucht. Das war auch das erste Mal, dass sie ihre Enkel gesehen hat. Und als auch meine Mutter ankam, ich erinnere mich noch, wie sie meint, oh, ich habe hier eine tolle Wohnung, du kannst das so und so einrichten und da kannst du so und machen, mir helfen wollte. Und das Einzige in meinem Kopf war,
Mach mal, wenn du nur wüsstest, weil ich wusste, wir werden auch aus dieser Wohnung ausziehen, weil ich hier schon dran gewöhnt war, diese Umzüge. Moment. Dann kam das Thema auf, erneuter Umzug, wie ich schon befürchtet hatte. Es hieß, wir ziehen nach Köln, weil Alim ständig nur noch in diesem Ratatower in Köln war. Ich fing langsam an, Sachen zu packen. Wir hatten noch keine Wohnung und nichts gefunden, aber ich fing langsam an, Sachen zu packen, damit, wenn der Umzug bevorsteht, dass ich komplett vorbereitet bin und alles mitnehmen kann. Alim hatte ja ein Studio nebenan gehabt und dieses Studio war komplett verwüstet, weil die haben da drin gearbeitet gehabt. Wände waren kaputt, weil die Löcher gebohrt hatten und was weiß ich. Es war allgemein dreckig, unordentlich und so weiter. Und ich habe angefangen, sein Studio und meine Wohnung, in der Wohnung, in der ich war, aufzuräumen und langsam alles zu packen. Weil auch wegen Camillo, weil er durch einen Freund für uns diese Wohnung geklärt hatte, wollte ich auch Camillo keine Probleme machen. Ich war es allgemein leid, dass wir immer alles dreckig und kaputt zurücklassen, weil das auch wegen Alim hat, wegen seinem Verhalten hat es auch ein schlechtes Licht auf quasi uns alle, auf seine ganze Familie geworfen, weil dann hieß es ja im Grunde, Alim und seine Frau, sie sind ekelhafte Menschen, ich wurde immer mit reingezogen. Ich habe quasi immer versucht, Alim hat einen Berg, einen Haufen an Scherben hinterlassen. Und ich habe versucht, die Scherben hinter ihn her aufzuräumen und habe mich daran immer verletzt. Und ich habe dann, wurde immer mit reingezogen. Wenn ihn alle einen Mist gemacht hat, wurde ich mit reingezogen und mit beschuldigt. Ich nutzte auch diese Corona-Zeit damals, weil alles damals, die Ämter zu waren und alles per Post und E-Mail lief, nutzte ich auch diese Zeit, um Papierkram zu erledigen und habe auch somit das erste Mal für meine beiden Kinder Geburtsurkunden besorgt. Ich habe mich darum gekümmert, was Alim halt nie getan hat. Zu dieser Zeit in Braunschweig ging es mir, war ich schon an einem Punkt angekommen, wo es mir wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ging und dass ich das erste Mal über Trennung nachgedacht habe, wie ich das machen könnte, wie ich das ansprechen könnte. Eines Tages kam Alim nach Hause aus Köln. Er hat sich sehr, sehr, sehr seltsam benommen. Ich erzähle das im nächsten Teil. Also wir sind in Braunschweig, wir sind kurz vor dem Umzug. Alim war in Köln. Eines Tages kam er nach Hause. Er hat sich total seltsam benommen. Er hat die ganze Zeit ununterbrochen geredet. Irgendwas hat mit ihm nicht gestimmt. Ich habe das sofort gemerkt. Ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Er hat komplett wirres Zeug erzählt. Er hat die ganze Zeit über den Teufel gesprochen und komische Sachen gesagt und ich habe versucht, ruhig zu bleiben. Wir sind alle da so auf dem Bett gelegen und die Kinder waren daneben. Alim hat mir ein Video auf sein Handy gezeigt und meinte, hier, guck mal, das ist mein neues Format, das werde ich jetzt anfangen. Er hat wie verrückt durcheinander geredet. Er hat mir dieses Video gezeigt und ich habe zu ihm gesagt, diese Stelle ist komisch, sollst du vielleicht rausschneiden. In dem Moment ist ein Schalter umgekippt. Alim ist aufgesprungen, komplett durchgedreht, hat mir ins Gesicht geschrien und meinte schreiend zu mir, wie kannst du es wagen, mir zu widersprechen? Und ist komplett ausgerastet, auf jeden Fall auch vor den Kindern. Ich habe versucht, Ruhe zu bewahren. Ich bin in die Küche gegangen. Ich habe mich da auf die Seite hingesetzt, wo wir die Barhocker hatten. Ich hatte mein Handy auf die Seite gelegt und ich habe mich hingesetzt und ich habe nicht verstanden, was los ist. Ich habe total Angst und habe versucht, so ruhig zu bleiben. Plötzlich höre ich, wie Alim den Flur entlang gelaufen kommt. Er kommt in die Küche gelaufen. Ich bin quasi auf diesem hohen Barhocker gesessen. Alim kommt von vorne, packt mich am Hals und hat mich von diesem Barhocker am Hals gepackt und von dieser Höhe auf den Boden geschlagen. Mit seiner ganzen Kraft. Er hat angefangen, mich zu würgen. Er ist komplett ausgerastet, er ist durchgedreht, hat angefangen, mich zu schlagen, meinen Kopf mehrfach auf den Boden zu schlagen. Er hatte so eine unglaubliche Kraft. Es war unmöglich für mich, mich auf irgendeine Art und Weise zu wehren. Plötzlich fing er an, Sachen zu sagen. Er hat mich gewürgt und fing an, Sachen zu sagen. In dir ist der Teufel. Ich beweise es dir. In dir ist der Teufel. Sag Ashhadu la ilaha illallah oder Al-Fatiha. Ich weiß nicht. Ich sollte irgendwas aufsagen. Ich weiß nicht mehr was. Ich sollte auf jeden Fall irgendwas aufsagen.
Ich habe versucht, das aufzusagen, um ihn zu beruhigen, aber er hatte mich so stark, er war dabei, mich so stark zu würgen, dass ich nicht reden konnte. Ich habe kein Wort rausbekommen. Und dann hat er gesagt, siehst du, in dir ist der Teufel. Ich habe sie gesagt, du kannst das nicht mal sagen. Er ist ausgerastet, er ist dann zur Seite, ich bin aufgestanden. Er ist quasi regelrecht auf mich draufgesprungen und hat mich zu Boden geschlagen und auf mich eingeschlagen. Das Fenster hinter uns war offen und ich habe gesagt, alle, bitte hör auf, die Nachbarn werden das hören. Immer wenn sowas war, ich habe versucht, dass es niemand herausfindet. Ich habe auch noch nie jemals wegen allem selber die Polizei gerufen. Wenn jemals die Polizei kam, dann war das, weil Nachbarn Schreie von uns gehört haben oder irgendwas passiert ist. Auf einmal, er hat nicht von mir losgelassen, er hat mich die ganze Zeit gewürgt und auf mich eingeschlagen und ich habe überlegt, wie ich da jetzt so rauskomme. Die Kinder waren auch in der Küche, die standen links. Ich habe überlegt, rechts rauszurennen. Da lag auch mein Handy. Ich dachte, wenn ich jetzt an mein Handy gehe, bringt er mich um. Wenn ich rechts aus dem Flur durch die Tür rausrenne, werde ich das nicht rechtzeitig schaffen. Weil ich kann ja die Kinder nicht da lassen und ich müsste quasi so von links nach rechts nach hinten rennen und ich hätte es nicht geschafft, die Kinder zu nehmen und mit beiden Kindern rechtzeitig rauszurennen, die Tür aufzusperren und rauszurennen. Das hätte ich nicht geschafft. Und dann hatte ich quasi keine Wahl. Ich steckte fest. Alim ging immer mehr auf mich los. Er hat mehrfach auf mich eingeschlagen, mein Kopf gegen den Boden geschlagen. Er hat mich aufgestellt, mich am Hals gepackt und wieder von oben auf den Boden geschlagen. In dem Moment war mir schon klar, okay, er wird mich umbringen, es ist vorbei. Dann ist er in die Küche gegangen und hat ein Messer genommen, hat mich wieder zu Boden geworfen, hat mich mit einer Hand gewürgt und hat mit der anderen Hand das Messer an meine Kehle gehalten und an meine Kehle die ganze Zeit hin und her geschliffen. Und an dem Moment war ich so, okay, war ich zu 100% sicher, er bringt mich jetzt um, das vor den Augen der Kinder. Er hat die ganze Zeit über Teufel geredet und irgendwelche Sachen herumgeschrien. In diesem Moment hat es an der Tür gehämmert. Und wir hören plötzlich Polizei. Alim hat das Messer fallen lassen. Er hat zu mir gesagt, sei ruhig, sag kein Wort. Ist zu der Tür gegangen und meinte, ja, hier ist nichts los, alles in Ordnung. Die Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil sie meine Schreie gehört hatten. Dann hat die Polizei gesagt, nein, wir wollen zuerst auch, wer ist alles im Haus, wir wollen auch mit der anderen Person reden. Dann ist Alim zurückgekommen, meinte, sagt die Polizei, wir hatten nur einen Ehestreit, dass das alles gut ist. Dann bin ich zur Tür gegangen. Ich hatte meine Haare so vorne. Ich meinte zur Polizei, ja, es ist alles in Ordnung. Wir hatten nur einen Ehestreit. Wir haben nur ein bisschen rumgeschrieben. Es tut mir leid, das wird nicht mehr vorkommen. Dann hat mich die Polizei angesehen und meinte, machen Sie mal Ihre Haare von vorne weg. Habe ich meine Haare nach hinten geworfen. Und dann hat der Polizist zu mir gesagt, ich glaube Ihnen gar nicht. Sie haben überall Verletzungen. Dazu zeige ich jetzt ein Bild. Ja, die Polizei hat mir nicht geglaubt. Die haben meine Verletzungen gesehen und haben gesagt, die kommen jetzt rein. Die haben dann auch eine weitere Polizistin gerufen. Als sie kam, musste ich mich ausziehen, weil sie musste Fotos von mir machen, von meinen Verletzungen, weil ich überall Verletzungen hatte. Dieses Bild, was ich in meiner Instagram-Story gepostet habe mit dem blauen Auge, das ist auch von diesem Tag. Alim hatte mir nicht ins Gesicht geschlagen, sondern er hatte meinen Kopf mehrfach auf den Boden geschlagen gehabt und so sind diese blauen Augen entstanden. Ich zeige mal das vollständige Bild. Das Bild hat später meine Mutter gemacht, als ich bei ihr war. Die Polizei ist reingekommen, die haben sich das alles angeguckt. Die haben, Alim war ja komplett auf Drogen, die haben das auch gemerkt, weil Alim auch die Polizei vollgelabert hat. Alim hat denen irgendeinen Mist erzählt und der Alim hat sich nicht beruhigen lassen. Also der ist nicht ausgerastet, aber er ist nicht ruhig geblieben, weil Alim würde sich niemals trauen, vor der Polizei irgendwas zu machen. Dann haben die Polizei ihm Handschellen angelegt und ihn auf den Boden gesetzt. Und dann haben die mich mit den Kindern ins Zimmer geschickt. Es hieß, jetzt kommt ein Polizeihund, der wegen Drogen die Wohnung untersuchen wird. Die Polizei hatte mich auch gefragt, hat ihr Mann jemals Drogen genommen und dies und das und mich ausgefragt. Ich meinte, nein, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er Drogen nimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe quasi versucht, Alim zu schützen. Ich habe gesagt, ich habe von nichts eine Ahnung. Aber aufgrund dessen hat auch die Polizei mich nicht ernst genommen. Dann haben sie mich ins Zimmer geschickt, haben mir gesagt, dass ein Hund kommen wird. Und haben mir gesagt, ich darf einen Zeugen anrufen. Also ein Zeuge darf dabei sein, ich darf jemanden dazu rufen. Dann habe ich Camilo angerufen, weil er der nächste war, der in der Nähe war.
Camilo war aber leider in Braunschweig. Er weiß auch von dieser ganzen Sache, von der Schlägerei in Braunschweig, was mir einem angetan hat. Er war in Berlin, konnte nicht kommen. Und dann habe ich Maestro angerufen. Weil Maestro war einer meiner, zu dieser Zeit einfach ein sehr enger Freund für mich. Ich weiß nicht, wie Maestro zu mir stand, aber für mich war er einfach auf jeden Fall eine sehr enge Person. Ich habe Maestro angerufen, ich habe ihm erzählt, was los ist. Dann hat Maestro mich mit Hallo Salam reden lassen. Der war auch von diesem Khatatawa damals. Der hat versucht, mir zu helfen und meinte, ja, sagt der Polizei, er braucht eine Beruhigungsspritze. Er hat 3 Tage hier nicht geschlafen. Der muss sich nur beruhigen. Das habe ich auch der Polizei gesagt. Die Polizei hat aber nicht auf mich gehört. Dann hat Hallo Salam einen Anwalt schicken lassen für Alim. Hat er aus Köln herfahren lassen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob Köln und Braunschweig, ob das 2 oder 3 Stunden war, die Entfernung. Der ist auf jeden Fall gekommen, hat sich auf den Weg gemacht. Ich wurde dann ins Zimmer geschickt, ich hatte auch musste im Zimmer mit den Kindern warten. Dann ist auch dieser Hund gekommen, die haben diese Kontrollen gemacht. Dann habe ich die Polizei gefragt, wie es jetzt weitergehen, was passiert jetzt? Dann haben die zu mir gesagt, ja, wir nehmen ihn erstmal mit aufs Revier. Und er bekommt ein Kontaktverbot, er darf 10 Tage nicht in die Wohnung kommen. Und ich kannte dieses Verfahren. Ich wusste, wie das funktioniert. Die würden ihn quasi danach freilassen, aber die würden nicht auf ihn aufpassen, dass er auch nicht wirklich in die Wohnung kommt. Und ich hatte halt panische Angst, weil ich hatte Angst, dass Alim nachts hier in der Wohnung auftaucht und uns was antut. Und somit blieb mir keine Wahl, als meine Mutter zu kontaktieren. Ich habe meine Mutter angerufen, die war gerade von der Arbeit gekommen. Ich habe ihr gesagt, ja Mama, das und das passiert. Meine Mutter natürlich komplett schockiert. Sie hat sich den nächsten Flug genommen, war am nächsten Tag um 10 Uhr da. Die haben alle mitgenommen. Ich habe auch damals mit Maestro und diesem Anwalt mittlerweile auch da. Ich habe mit Maestro und mit diesem Anwalt habe ich ständig geredet und habe gesagt, bitte, bitte, könnt ihr ihn hier wegbringen, bitte könnt ihr ihn wegbringen. Ich habe Angst, dass er nachts hier auftaucht und mir was antun. Maestro hat organisiert, dass Alim weggefahren wird und nicht in Braunschweig bleibt. Am nächsten Tag, ich habe auch Polizeiberichte zu dieser Braunschweig-Sache. Ich habe dir auch einen Anwalt besorgt, der mir quasi jetzt aktuell die Akte anfordert. Das dauert aber 4 bis 6 Wochen. Wenn ich das habe, kann ich das alles in meiner Story noch nachweisen. Die Polizei hat ja auch von mir Bilder gehabt. Wenn ich das alles habe und das rechtlich kein Problem darstellt, dass ich das posten darf, werde ich das auch alles posten. Auf jeden Fall am nächsten Tag kam meine Mutter. Und ich meinte zu meiner Mutter, ja, was soll ich tun? Wie erzähle ich das allen Familien? Die müssen wir ja wissen. Bescheid wissen, was los ist. Meine Mutter meinte, ja, du rufst jetzt deine Brüder an und sagst ihnen, was los ist, was passiert ist, weil es ist ja auch deren Brüder, die müssen auch wissen. Dann habe ich Abu angerufen. Ich habe Abu gesagt, was los ist. Und ich habe Abu erzählt, wie Alim auf mich losgegangen ist und mich fast umgebracht hat von den Kindern und alles. Und Abu meinte einfach nur zu mir, ja, wärt ihr einfach mal in die Türkei gekommen, dann wäre das nicht passiert. Er hat quasi alles, was ich gesagt hat, einfach überhört, dass ich komplett, dass ich angegriffen wurde, was mir angetan wurde, hat mich interessiert. Er meinte zu mir, ja, weißt du, was du jetzt tun musst, Anis? Nimm einfach jetzt alle, die Kinder kommen in die Türkei, dann wird alles gut, sie können hier und um ihn kümmern. Und ich meinte zu ihm, wie soll ich jetzt 2 Kinder nehmen und einen Verrückten und jetzt mit ihm in die Türkei kommen? Und dann haben wir lange hin und her geredet und Abu hat keine Einsicht gezeigt und dann meinte ich zu ihm, okay, Abu, ich werde mein Bestes tun. Und das habe ich auch ernst gemeint. Ich war damals davon fest überzeugt, sobald alles erledigt ist. Und ich hatte meine Karte war zu der Zeit auch noch nicht fertig. Sobald ich meine Karte habe und alles von den Pässen her erledigt ist, werde ich mit Alim in die Türkei kommen. Und dann hat das so ein Ausmaß genommen, dass auch Abu und ich den Kontakt verloren haben, weil wir haben uns gestritten. Und das war auch das letzte Mal, dass ich mit Abu gesprochen habe. Ich bin dann nach dieser Braunschweig-Sache zu meiner Familie gezogen, zu meiner Mutter gezogen, genau. Ich habe einen Monat bei ihr gelebt. Alle meine Sachen musste ich wieder natürlich zurücklassen. Ich habe nur das mitgenommen, was ich mitnehmen konnte. Ich habe einen Monat bei meiner Mutter gelebt. Zu dieser Zeit kam auch ständig Anrufe von Alim an meine Mutter, dass er sich entschuldigt, dass er hat auf die Drogen geschoben. Und auch zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Mutter, sie hatte die Sache in Braunschweig mitbekommen, aber ich hatte ihr noch nicht erzählt, was alles davor passiert war. Und ich habe auch vor meiner Mutter quasi Alim verteidigt und gesagt, ja Mama, das ist nur wegen den Drogen passiert. Jemand hat ihn reingelegt und habe quasi versucht, Alim vor ihr zu beschützen. Dann ist da noch eine Sache passiert. Alim hat ja damals zu der Zeit mit Camillo und Mancha, Marek und Hamza gearbeitet. Das war sein Team für YouTube-Videos und Cutter.
Dann kam irgendwann mal ein Anruf von einem und meinte, die Jungs haben sich ins Taxi gesetzt, wir sollten uns in Düsseldorf treffen. Die Jungs sind aber nie in Düsseldorf angekommen. Und wir haben dann angefangen, Krankenhäuser anzurufen. Ich habe aus Österreich aus Krankenhäuser in Deutschland angerufen und versucht, irgendwas herauszufinden, weil wir dachten, Jungs, ist was passiert. Am Ende hat es sich festgestellt, dass die Jungs von ihm geflohen sind. Die haben es mit allem nicht mehr ausgehalten, weil er auch damals auf diesen Drogen war, ist er komplett ausgerastet. Und die haben es mit allem nicht mehr ausgehalten, dass ihnen keine andere Wahl blieb, als von allem zu fliehen, quasi von ihm wegzulaufen, weil er sie auch sonst nicht gehen lassen hat oder so, ich weiß es nicht. Zu der Zeit hatte ich auch ab und zu mit Maestro geredet. Maestro sagte mir auch, wenn du nicht zurückkommst, hat Adem niemanden mehr, er hat hier gar niemanden. Du und die Kinder seid die Einzigen, die er hat. Und ich habe auch angefangen, Schuldgefühle zu bekommen, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht zurückgehe mit den Kindern, Adem hat wirklich absolut niemanden, seine Brüder sind nicht da, niemand ist da. Und dann habe ich die dümmste Entscheidung überhaupt getroffen und mich entschieden, mit den Kindern wieder zu ihm zurückzugehen. Aus Mitleid. Ich bin aus Mitleid zurückgegangen, weil er mir einfach leid getan hat, obwohl das alles passiert war. Und bin ich einfach im Grunde auf ihn erneut reingefallen und habe mich von ihm manipulieren lassen. Er meinte, es wird jetzt alles besser, er wird sich ändern. Dann sind wir nach Karst gezogen in ein Haus. Er hat mir erzählt, dass er dieses Haus kaufen wird und dass er schon die Hälfte von diesem Haus bezahlt hätte oder was auch immer, was ich aber wusste, dass es gelogen ist. Meine Mutter war damals auch dabei, weil sie mich ja nach Österreich zurückbegleitet hat. Und meine Mutter hat diese ganze Sache vor ihm auch gekauft und dachte, wow, krass, was für ein tolles Haus und alles, weil meine Mutter ja die Wahrheit nicht kannte. Falls ihr euch an dieses eine Video erinnert, wo alle mich in ein Haus bringt, da habe ich so blaue Sticker an, wo er mich in ein Haus bringt, wo vorne eine Masche ist, das war diese Zeit. Alim hat daraus so ein großes Tramtram gemacht, weil das quasi nach dieser Braunschweig-Schlägerei war. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendeinen Mietvertrag oder Kaufvertrag irgendwas gesehen habe von dem Ort, wo wir gelebt haben. Und dann habe ich wirklich einen kleinen Funken Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht wirklich in diesem Haus bleiben würden. Wir hatten erstmal wieder mal keine Möbel, wieder mal auf dem Boden geschlafen, wir alle. Entschuldigung. Irgendwann haben wir uns dann alle Möbel besorgt durch eine Kooperation. Diese Kooperation hat er aber nie bezahlt und hat auch genau diese Leute auch mit Schulden hinterlassen. Und solche Sachen haben mich immer fertig gemacht, weil quasi das wieder schlechtes Licht auf uns alle geworfen hat und uns alle ein Problem verschafft hat. Ich habe das erste Mal in diesem Haus Vorhänge bekommen. Ich habe mich über diese Vorhänge wie verrückt gefreut. Diese Vorhänge haben in diesem Moment auch einfach alles bedeutet. Ich dachte so wirklich, oh mein Gott, ich werde wirklich ein Zuhause haben. Ich habe das erste Mal jetzt auch Vorhänge und ich habe mich wie ein Kind, einfach dumm und dämlich gefreut. Zu dieser Zeit in Karst haben wir auch das erste Mal einen Kita-Platz gehabt für unsere Kinder. Die sind das erste Mal in die Kita gekommen und das war das Allerbeste daran, dass meine Kinder endlich auch unter Kinder gehen können und auch, wie soll ich das sagen, ja, dass meine Kinder auch unter Kinder gehen können und auch endlich anfangen dürfen zu leben, sage ich jetzt einfach mal. Zu dieser Zeit hatte ich, wegen der Sache, die in Braunschweig passiert war, hatte ich ein Trauma und ich habe Zuckungen entwickelt. Meine rechte Seite hat angefangen zu zucken. Quasi wenn auch allem sich mir genähert hat oder irgendwie in meine Richtung kam, habe ich so angefangen zu springen und zu zucken. Ich hatte Angststörungen, mein rechtes Auge fing an stecken zu bleiben, das fing einfach mittig an stecken zu bleiben. Das hielt alles 1-2 Monate an, ich hatte richtig Angst, dass das für immer jetzt bleiben wird. Ich dachte jetzt, okay, mein Körper ist einfach schon geschädigt und meine Psyche, dass man es ja sogar schon mir ansehen kann. Zum Glück hat das nicht gehalten, das ist weggegangen. Nach der Zeit merkte ich auch schnell, nichts hat sich verändert, alles ist wie er ist. Dieses tägliche Streitereien, tägliches Anschreien, mich täglich fertig machen, ging weiter. Dann kam auch langsam die Zeit, dass ich endlich einen Führerschein machen durfte. Ab da fing ich an, mich auf mich zu konzentrieren. Ich dachte, ich habe mir Lügen eingeredet, ich habe mir alles schön geredet, ich habe mir ja diese ganzen Umzüge schön geredet. Ich dachte mir, ja komm, wenn du älter bist, hast du lustige Geschichten zu erzählen. Ich habe quasi sämtliches Trauma, was man mir angetan hat,
was mir angetan wurde, habe ich versucht, schön zu reden. Ich habe mich selber belogen. Ich dachte mir, ja komm, irgendwann werden die Kinder älter, du wirst älter, es wird nicht immer gleich bleiben, es wird besser werden. Versuch, dich auf dich zu konzentrieren und mach dein Ding. Das hat aber nicht funktioniert. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen, dass ich wieder seit langem das erste Mal wieder Selbstmordgedanken hatte, weil ich so sehr gelitten habe, weil ich wieder ständig alleine war. Ich hatte eine Menschenangst entwickelt. Ich hatte Angst, alleine einkaufen zu gehen oder rauszugehen. Ich habe Angst vor Menschen gehabt. Ich habe Angst gehabt, mit Menschen zu reden, unter Menschen zu gehen. War für mich einfach die Hölle. Nach der Zeit kam dann dieses Maestro-Video, wo Maestro über Alim erzählt hat, wie er ist. Das ist alles auch komplett die Wahrheit, was Maestro erzählt hat. Nichts davon ist gelogen. Was Alim betrifft, Maestro hat ihn perfekt beschrieben. Irgendwann, dieses Maestro-Video hat Alim sehr getroffen, und dass er nicht mehr funktioniert hat und bei niemand mehr rangegangen ist. Dann kam mal ein Anruf von Adam, Alims Bruder, und meinte zu mir, warum erreiche ich Alim nicht? Und was ist da los bei euch? Und ich meinte, ja, wegen dieser aktuellen Maestro-Sache. Und ich habe versucht, so vorsichtig zu reden. Und er meinte, ja, was hat es damit auf sich? Und ich kann ja nicht Alims Bruder jetzt sagen, ja, Maestro ist im Recht, Alim ist im Unrecht. Ich kann ja nicht bei Alims Bruder quasi Alim schlecht reden. Dann hat Adam angefangen zu lachen und hat mich unterbrochen und meinte, Anis, bitte, du brauchst mir nichts vormachen. Ich weiß doch, was für ein ekelhafter Lügner mein Bruder ist und was für ein Mensch er ist. Ich hatte auch zu dieser Zeit allgemein sehr oft so Pausen von meinem Instagram. Ich bin manchmal 1, 2 Monate verschwunden. Leute, die mich abonniert haben, werden sich daran erinnern. Und wenn ich 1, 2 Monate verschwunden bin, lag es halt einfach oft daran, wegen meiner psychischen Verfassung, weil ich immer in so ein tiefes Loch gefallen bin. Ich habe jeden einzelnen Tag geweint. Ich habe meine Augen, wenn ich früh aufgestanden bin, waren so angeschwollen, dass ich meine Augen nicht mehr aufmachen konnte. Ich hatte einfach so einen unglaublichen Schmerz in mir, in meiner Brust. Mir hat einfach alles wehgetan. Ich habe das einfach nicht mehr ertragen. Ich habe mich jeden Tag gefragt, warum muss ich so leiden? Ich war einfach einsam, ich war depressiv. Ich fing wieder an, Selbstmordgedanken zu haben. Ich fing an, an absolut allem zu zweifeln. Das Einzige zu dieser Zeit, das mich von meinen Selbstmordgedanken abgebracht hat, waren meine Kinder. Weil ich mir dachte, es wird niemals wieder jemanden geben, der diese Kinder so liebt und sich um diese Kinder so sorgen wird wie ich. Und ich wollte diesen Kindern einfach nicht ihre Mutter nehmen. Alim und ich hatten ekelhafte Streitereien. Streitereien, in denen er auch mehrfach auf mich losging. Und ich fing immer öfters an, mehr durchzudrehen. Ich fing an, auch Alim zu beleidigen. Ich habe ihn auf jede Art und Weise beleidigt. Ich habe jedes mögliche Schimpfwort zu ihm gesagt. Ich wollte ihn dazu bringen, dass er sich von mir trennt, was aber nicht geklappt hat. Ich habe ihn auch gedroht, abzuhauen, wenn er mich nicht in Ruhe lässt. Ich habe gesagt, ich werde wieder abhauen. Er soll aufhören, meine Psyche kaputt zu machen. Ich kann das nicht mehr. Ich bin am Ende angekommen. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, dass ich mir psychisch nicht mehr gut geht und ich mir sogar bereit bin, irgendwas anzutun. Also ich habe mir quasi angefleht, mich in Ruhe zu lassen, damit ich mir nichts antue. Zu der Zeit hatte ich auch schon einen unglaublichen Hass entwickelt. Meine Liebe zu Alim war schon lange weg. Ich habe diese Menschen nur noch gehasst. Ich wollte ihn weder sehen noch hören. Auch wenn Alim mir zu nahe kam und versucht hat, mich zu umarmen, habe ich eine Panikattacke bekommen. Ich wollte mich komplett von diesen Menschen fernhalten. Mir wurde regelrecht schlecht, wenn ich ihn sehe. Ich habe alles gehasst, was er getan hat, wenn ich alles, was er gesagt hat. Ich habe alles gehasst. Ich hatte nur noch Hass übrig für diesen Menschen. Und ich wollte mit aller Macht von ihm wegkommen. Und er hat es aber nicht zugelassen. Er hat mir auch immer gedroht, wenn ich mich jemals von ihm trenne, dass er mich umbringen wird und dass er auch die Kinder umbringen wird. Und Ähm, 2023 ging es nur noch um Trennung. Ich habe mehrfach versucht, mich zu trennen. Einmal war auch ein Moment, wo ich ausgerastet bin und gesagt habe, ja, das ist vorbei, ich trenne mich jetzt, ich rufe meine Mutter an. Hat mir auch mal das Handy weggenommen, damit ich meine Mutter nicht anrufen kann. Und ich bin zu Hause ausgeflippt und immer wenn ich ausgeflippt bin, hat er immer Leute ins Haus geholt. Und damals hat er zum Beispiel Toni geholt. Ich bin komplett verheult an der Tür und Toni ist da und er hat Toni geholt, damit er mit mir redet. Ich meinte, nein, bitte, ich möchte nicht, es soll bitte keiner reinkommen. Alim hat ihn trotzdem reingelassen.
Da habe ich mich mit ihm hingesetzt und dann musste ich mir anhören, dass die Ehe nicht immer gut ist und was auch immer. Die haben auf mich eingeredet, aber diese Menschen kannten ja nicht die Wahrheit. Und immer wenn ich wieder ausgerastet bin, hat Adem seine Kollegen gesagt, ja, rede mit denen, sprich mit denen. Also die sollen mit mir sprechen. Er hat sie immer aufgefordert, auf mich einzureden, dass ich mich beruhige. Irgendwann kam mir dieser Punkt, dass ich dachte, der wird mich niemals gehen lassen. Ich komme hier nur tot raus und habe wieder erneut versucht, mich selber anzulügen und mir alles schön zu reden. Meinte, komm, du mach dein eigenes Ding. Scheiß auf Alim, kümmere dich um die Kinder, tu, als würde er nicht existieren, was er auch gar nicht zugelassen hat, weil selbst wenn ich ihn nicht zurück umarmt habe, ist er ausgerastet, hat mich weggeschubst, hat Sachen kaputt gemacht und ist auf mich losgegangen. Er wollte nicht akzeptieren, dass ich von ihm nicht angefasst werden wollte. Ich hatte ja auch, wie gesagt, weil Alim hat auch zu der Zeit, ich hatte zu der Zeit einfach so einen Ekel entwickelt. Dann habe ich auch endlich meinen Führerschein geschafft, durch eine große Hilfe. Durch viel Unterstützung habe ich endlich geschafft, meinen Führerschein zu machen. Alim war mir nie eine Unterstützung. Er hat mich immer alles versprochen und immer gesagt, wir machen das, ich bringe das, ich kümmere mich drum, aber er hat sich nie um irgendwas gekümmert. Auch Rechnungen, wo ich ihn angebettelt habe, kannst du das bitte bezahlen, kannst du das, hat er nie gemacht. Er hat sich noch nie um irgendwas gekümmert. Dann kam das Thema wieder, dass wir erneut umziehen. Was für mich zu der Zeit auch keine Überraschung mehr war. Ich hatte auch aufgehört, in Sachen irgendwelche im Haus irgendwelche Sachen neu zu kaufen oder irgendwas zu machen, weil ich wusste, okay, wir ziehen um. Ich habe sogar schon Sachen gepackt, obwohl wir noch nicht mal ein neues Haus oder irgendwas hatten, weil ich genau einfach schon dran gewöhnt war. Ich kannte diesen Ablauf, ich wusste, wie das ablaufen wird. Dann sind wir nach Ratingen gezogen, in ein neues Haus. Und die Kita damals war von uns eine halbe Stunde entfernt. Und ich wollte aber die Kinder aus dieser Kita nicht rausnehmen, weil ich wollte, auch wenn mein Leben so war, wollte ich das Leben der Kinder nicht so durcheinander bringen und habe sie in der Kita gelassen, weil sie dort endlich quasi angekommen waren. Sie hatten Freunde dort, sie haben diesen Kindergarten geliebt, sie waren gerne dort. Also habe ich damit angefangen, quasi jeden Tag 2 Stunden, also Montag von Freitag, 2 Stunden zu fahren, nur wegen der Kita, also halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück und sie dann später nochmal abholen, halbe Stunde hin und halbe Stunde zurück. Das war es mir aber wert für die Kinder. Meine Angst, mit Alim zu leben, wurde immer größer, weil Alim immer wieder mit anderen Leuten Probleme verursacht hat, sich mit anderen Leuten es verscherzt hat und diese Leute aber dann auch zu uns nach Hause gekommen sind und zu Hause uns gedroht haben und ich immer Angst hatte, weil ich auch immer ständig alleine zu Hause war. Als ich meinen Führerschein hatte, habe ich auch endlich mein eigenes Auto bekommen. Und das war das erste Mal, dass ich irgendwas auf meinen Namen hatte, das mir alleine gehört und das man mir quasi nicht wegnehmen kann, weil ich sonst auch in dieser Ehe absolut keinen Besitz hatte. In diesem Haus in Ratingen gingen die Streitereien weiter. Wir haben nur noch über Trennung geredet. Ich wollte mich mehrfach von ihm trennen. Er hat mir vorgeworfen, dass ich jemanden anderen haben wollen würde. Ich meinte, nein, ich kann einfach mit dir nicht mehr leben, ich liebe dich nicht, ich hasse dich und ich ertrage dich nicht, ich will von dir weg. Ali meinte immer, dass ich Gründe suche, um zu gehen, aber die Wahrheit war, dass ich Gründe gesucht habe, um zu bleiben. Ich hatte noch irgendeinen Teil in mir, der für diese Ehe gekämpft hat, einfach wegen der Kinder. Und irgendwann hatten wir mal einen schlimmen Streit, da bin ich aus dem Haus gerannt, ich bin zu meinem Auto gerannt. Und ich meinte zu ihm, das war's, ich hau jetzt ab. Und er hat mich an den Haaren ins Haus vor den Nachbarn zurückgezogen. Er hat mich dann geschlagen und ist wieder auf mich losgegangen. Es gab sogar mal ein TikTok von mir, wo ich an den Armen überall blaue Flecken hatte. Und da hatte ich so ein kurzes T-Shirt an, ich hatte überall an den Armen blaue Flecke. Und die Leute hatten sogar da kommentiert, warum hast du auf den Armen überall blaue Flecke? Und ich habe mich dann herausgeredet, ach so, ja, die sind von meinen Kindern. Ich hatte mich da quasi einmal fast selber exposed. Man hat immer wieder so ein bisschen Verletzungen an mir gesehen, aber ich habe immer versucht, die zu verstecken. Dann habe ich herausgefunden, dass Verwandte von mir 2 Stunden von mir entfernt leben. Das sind auch meine einzigen Verwandte, die ich in Deutschland habe.
Ich durfte aber mit meinen Verwandten, mit denen keinen Kontakt haben. Ich durfte niemanden zu mir einladen. Dann habe ich geschafft, mit einem Vorwand, habe ich Alim reingelegt und habe geschafft, dass meine Familie, meine Verwandten mich einmal besuchen können. Dann ging das so weiter. Und dann kam der Tag, an dem ich mich endgültig von allem getrennt habe. Ich habe die Kinder genommen und bin zu meinen Verwandten abgehauen. Ein paar Tage später. Ich habe auch alles im Haus zurückgelassen, weil ich quasi abhauen musste und ich dachte mir, ich hole mich später alles nach. Dann, eine Weile später bin ich mit meiner Cousine ins Haus gefahren, um Sachen abzuholen. Ich habe meine Cousine mitgenommen, damit sie auf die Kinder aufpasst und ich somit die Sachen packen kann. Wir sind um 18 Uhr losgefahren und ich erzähle jetzt in der nächsten Story weiter. Also, ich hatte mich von allem getrennt. Als ich zu meinem Verwandten bin, gab es viel Streit. Alim hat mich terrorisiert mit Anrufen und Nachrichten. Dann nach langem Hin und Her wurde ausgemacht, dass ich ins Haus komme, um meine Sachen abzuholen. Ich habe meine Cousine mitgenommen. Als Unterstützung, weil ich mich auch ein bisschen wohler gefühlt habe. Als wir ins Haus reingekommen sind, stand Alim schon an der Tür. Er hat uns reingelassen, hat hinter uns die Tür zugemacht, zugesperrt und den Schlüssel rausgenommen. Und er hat meine Cousine weggeschickt mit den Kindern, meinte, geht mal rüber in die Küche, ich muss mit Anis reden, hat mich ins Schlafzimmer gebracht, hat die Tür zugemacht und hat angefangen, mich zu schlagen. Er hat mich hinten am Nacken gepackt, so, und hat meinen Kopf mehrmals gegen die Wand geschlagen, hat die ganze Zeit meinen Kopf genommen, mehrfach die ganze Zeit gegen die Wand geschlagen, hat mich auf den Boden geschlagen, hat angefangen, mich auf mich einzuschlagen. Und dann ist meine Cousine reingerannt. Ich bin rausgerannt, in den Flur gerannt, Alim ist mir hinterher und hat mich weitergeschlagen. Die Kinder haben das alles mitbekommen, die haben beide hysterisch geschrien. Meine Cousine hat versucht, die Kinder zurückzuhalten und wegzubringen. Sie hat versucht, auch dazwischen zu gehen. Und sie meinte, ich rufe jetzt die Polizei. Und dann hat Alim ihr das Handy weggenommen, damit sie nicht die Polizei rufen kann. Als Alim wieder später auf mich losging, hat sie geschafft, an ihr Handy ranzukommen. Und jetzt zeige ich euch Nachrichten. Das sind Nachrichten, die meine Cousine an ihre Schwester geschrieben hat. Was soll ich jetzt machen? Wallah, ich weiß nicht mehr weiter, ich will hier weg. Er lässt sie nicht gehen, sie will weg, aber er sagt, er bringt sie um. Sie sagt, dazu komme ich gleich. Ich zeige euch gleich den Chat. Ihre Schwester hat geantwortet, das ist ein großes Haus, sie soll mit den Kindern ins Kinderzimmer gehen und das Schlafzimmer und zumachen. Sie wollte, dass wir uns verstecken und so die Polizei rufen. Dann hat sie geschrieben, fährst du schon? Und meine Cousine schreibt, nein, er hat die Tür abgeschlossen. Und meine Cousine hat ihr geschrieben, bitte rufst du die Polizei, wir trauen uns nicht, die Polizei zu rufen, weil sie hatte Angst, wenn sie jetzt einen Anruf macht, dass alle mir das Handy wegreißt oder ihr was antut. Sie hat geschrieben, bitte hast du gerufen, kommen die? Hat sie geantwortet, ja. Wird sie gerade bedroht? Ja. Er sagt, wenn sie rausgeht, bringt er sie um und wird in den Knast kommen. Sie finden nicht mit diesem Namen die Adresse. Sie rufen gleich auf deine Nummer an. Das Problem war, sie war in einer anderen Stadt, meine ältere Cousine. Und die Polizei hat zu denen gesagt, dass wir den Anruf tätigen sollen, quasi aus unserer Stadt. Und deshalb hat es lange gedauert, bis die Polizei kam. Sag einfach, die sollen diese Adresse kommen. Habe ich gesagt, er wird ausrasten, er wird sie umbringen. Die Polizei hat aufgelegt, sie haben aufgelegt, die sollen einfach kommen, ruf du von da an, wegen dem Standort. Die Polizei hatte sich quasi angestellt und da gab es Probleme. Und ab da hatte schon Alim ihr das Handy weggenommen. Und unsere die ältere Cousine konnte uns nicht mehr erreichen. Währenddessen hat mich Alim nonstop weitergeschlagen. Er hat auf mich eingeschlagen. Ich habe auch dazu einen Polizeibericht. Das werde ich auch alles zeigen. Ich habe das jetzt noch nicht geschwärzt. Ich werde das schwärzen und einblenden oder eben meine Story posten. Ich weiß nicht, ich gucke, wie ich das jetzt mache. Das mit dem Schlagen ging dann so weiter, dass mir klar wurde, okay, er meinte es im Ernst, wenn ich mich von ihm trennen will, bringt er mich um. Und dann bin ich in die Küche gerannt und habe ich ein Messer genommen und ich habe das Messer auf meinem Bauch gehalten und wollte mir das Messer selber in den Bauch stechen, weil in meinem Kopf war. Ich dachte mir, lieber bringe ich mich selber um, als dass ich zulasse, dass er mich umbringt, wegen dem ganzen Leid, was er mir angetan hat.
habe das Messer genommen, ich wollte es in meinen Bauch stechen. Einer ist dazwischen gerannt und hat das Messer weggeschlagen. Ich zeige euch jetzt hier die Chats. Das ist der Chat von meiner Cousine und ihrer Schwester. Sie hat auch geschrieben, sie sagt, sie bringt sich um, wenn sie hier bleibt. Das sind Verletzungen von mir, wo er mich am Hals gepackt hat, als er meinen Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Da bin ich, wie ich sitze und alle mich anschreien, weil er mich nicht gehen lassen wollte. Dann später ist die Polizei aufgetaucht. Die haben am Fenster geklopft. Der hat noch an die Tür geklopft, aber wir hatten den Schlüssel nicht, die konnten nicht aufmachen. Die mussten quasi aus dem Fenster reinkommen. Als er gesehen hat, dass die Polizei da ist, ist alle weggelaufen. Er hat versucht, über den Zaun zu springen, ist aber dann wieder zurückgekommen. Die Polizei hat das. Wollte das alles aufnehmen und ich hatte gesagt, es ist nichts passiert, es ist alles egal, bitte helfen Sie mir nur aus diesem Haus zu kommen. Und ich habe quasi auch der Polizei gesagt, es ist nichts passiert, alles gut, weil ich wollte alle nicht anzeigen oder ihm Probleme machen. Ich habe mich das auch nicht getraut. Und dann ist aber meine Cousine ausgerastet und meinte, das stimmt nicht. Er hat sie die ganze Zeit geschlagen, hat ihr sogar die Haare ausgerissen, auf dem Boden lagen von mir ausgerissene Haare. Und quasi meine Cousine hat ihnen alles dann erzählt. Die Polizei hat dann auch Fotos von mir gemacht und das alles aufgenommen und dann quasi geholfen, aus dem Haus rauszukommen. Ich konnte nur ein paar Sachen mitnehmen und musste den Rest zurücklassen. Und dann sind wir aus dem Haus raus und ich bin mit den Kindern wieder zu meinen Verwandten gefahren. Ab da hat Alim angefangen, alle aus meiner Familie anzurufen und zu behaupten, ich hätte ihn betrogen. Weil wir waren da schon getrennt und wenn die Familie erfahren würde, er hätte mich trotzdem danach noch geschlagen. Er hatte angefangen, sich zu schützen und sich rauszureden, hat erzählt, ich hätte ihn betrogen, er hätte mich erwischt, er hätte Fotos und Videos, wie ich ihm fremdgehe, wie ich bei anderen Männern bin und dass ich sogar schwanger von einem anderen Mann sei, hat er auch damals meine Familie erzählt. Es gibt nichts, was er nicht gesagt hat. Dann hat er angefangen, Chats zu machen. Er hat Chats gefaked, dass ich mit anderen Leuten geschrieben hätte und hat diese Chats herumgeschickt. Moment. Er wollte quasi meine ganze Familie gegen mich aufstellen. Er wollte, dass alle gegen mich sind, damit ich keinen Platz mehr habe, wo ich hin kann und ich quasi keine Wahl habe, als zu ihm zurückzukommen. Er hatte sogar bei meiner Familie behauptet, diese ganzen Verletzungen, dass ich sie mir selber angetan hätte. Und er hat quasi mit aller Macht versucht, sich rauszureden, dass er nicht der Schuldige ist. Dann bin ich erstmal zurück zu meinen Verwandten. Ich habe mit meinen Kindern dort gelebt erstmal. Ich hatte Riesenprobleme dann mit der Polizei und mit dem Jugendamt. Die Polizei hat ein Annäherungsverbot gemacht. Und das Jugendamt meinte zu mir, ob ich den Vater anzeigen will und ob ich das alleinige Sorgerecht beantragen will. Und ich meinte nein. Ich habe mich nicht getraut, allem anzuzeigen. Dann hat mir das Jugendamt gesagt, weil die Kinder dabei waren und diesem psychischen Stress ausgesetzt waren, hat das Jugendamt mir zu mir gesagt, wir können nicht verbieten, dass sie zu ihrem Mann gehen. Aber wenn sie ihre Kinder wieder in diese Lage bringen, also wenn ich quasi die Kinder zu Alim bringe und das wieder so eskaliert, würde ich Probleme mit dem Jugendamt haben, würde ich Probleme haben und dass ich dann ernsthafte Schwierigkeiten hätte wegen den Kindern, weil ich sie quasi bewusst in eine stressige Situation bringe. Deshalb hatte ich auch erstmal Angst, überhaupt mich Alim auf irgendeine Art und Weise zu nähern. Ich hatte auch Probleme mit der Polizei. Ich wurde dann Wochen später gerufen, damit ich meine Aussage mache. Ich habe da auch gesagt, ich will Alim nicht anzeigen. Aber die Polizei hat ihn von sich aus selber angezeigt. Er war auch Wiederholungstäter und auch wegen Freiheitsberaubung wurde er angezeigt.
zu der Zeit nach der Trennung ging es mir sehr, sehr, sehr schlecht wieder. Ich habe aufgehört zu essen. Ich konnte einfach nicht essen. Manchmal sind 3 Tage vergangen, ohne dass ich einen einzigen Bissen zu mir nehme. Ich habe wieder stark abgenommen. Meine Verwandten haben sich aber sehr um mich gekümmert, aber die konnten mich nicht dazu bringen zu essen. Ich konnte einfach nicht essen. Mir ging es sehr schlecht. Und das ging dann so weit, dass ich ins Krankenhaus musste. Ich konnte nicht mehr atmen. Mein Herz hat wie verrückt geschlagen. Es hat, als würde es mir jeden Moment aus der Brust rausspringen. Als ich im Krankenhaus dann war bei der Notaufnahme, haben die gemerkt, ich habe Sauerstoffmangel. Die haben auch mein Herz untersucht. Die konnten sich alle nicht erklären, was mit mir los war. Die meinten, ich habe Werte von einer alten Frau, die können sich das alles nicht erklären. Und dann haben sie mit mir mehrere Tests gemacht. Das ist das Bild, wo ich im Krankenhaus bin, mit Datum oben. Dann haben sie mit mir mehrere Tests gemacht. Dann gab es bei diesen Laborwerten gab es was Seltsames, und zwar meine Delimere. Dass der Durchschnittsbereich ist zwischen 0 und 243 und meiner war auf 949. 500 ist schon sehr erhöht und 900 war schon über den Durchschnitt quasi extrem erhöht. Und die Krankenschwester und die Ärzte haben sich unglaublich Sorgen gemacht und die konnten sich nicht erklären, was mit mir los war. Dann kam auch der Verdacht auf Lungenembolie. Jeder, der weiß, was eine Lungenembolie ist, also ich wusste es damals nicht, ich habe es gegoogelt und dann habe ich gelesen, dass man von einer Lungenembolie innerhalb von 1-2 Stunden sterben kann. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir los war, ich hatte keine Ahnung, was da passiert ist. Die haben mit mir weiter Tests gemacht und die haben aber nichts gefunden. Und dann habe ich quasi gesagt, ich habe 2 Kinder zu Hause, ich kann hier nicht bleiben, und habe mich selber entlassen. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir los war. Jetzt bin ich mir zu 100% sicher, nach 7 Jahre Ehe mit ihm, nach dieser ganzen Folter und alles, was er mir angetan hat, ist mein Körper, alles, dieser ganze psychische Stress, alles, was mir angetan wurde, diese 7 Jahre, als ich mich endlich geschafft habe, von ihm zu trennen, ist quasi mein Körper zusammengebrochen. Dieser ganze Stress und alles, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich bin quasi dieser ganze Druck, den ich jahrelang auf mir hatte, ich bin einfach zusammengebrochen. Ich bin mir 100% sicher einfach, dass mein Körper angefangen hat, einfach aufzugeben, weil er keine Kraft mehr hatte. Weil auch die Ärzte im Krankenhaus konnten sich nicht erklären, was mit mir los war. Danach hatte ich regelmäßig Besuch von Jugendamt, weil ich bei meinen Verwandten gelebt habe. Dann hat mir das Jugendamt sehr, sehr Stress gemacht. Die hatten auch keine Rücksicht auf meine Situation. Die haben mir sehr, sehr Stress gemacht, dass ich eine eigene Wohnung finden muss, weil die Kinder ein eigenes Zimmer und einen eigenen Schlafplatz brauchen. Dann blieb mir keine Wahl, als erstmal eine eigene Wohnung zu nehmen. Zu der Zeit hatte ich aber kaum Geld. Ich habe angefangen, meine Sachen zu verkaufen. Ich habe auch meinen Ehering verkauft. Alim hatte mir damals erzählt, dass der Ehering 8.000 Euro kostet, was ich aber schon wusste, was eine Lüge ist, schon damals. Aber ich dachte, wenigstens werde ich ein paar hundert Euro für diesen Ring kriegen. Und dann bin ich zum Juwelier gegangen. Ich hatte meine Verwandte mit mir mit. Ich habe ihm das alles erklärt und dann hat der Juwelier zu mir gesagt, hat er quasi meine Verwandte rausgeschickt und meinte, ich möchte mit dir alleine reden. Ich meinte, was ist denn los? Und er meinte zu mir, tut mir leid, dass ich dir das so sagen muss, aber dieser Ring ist höchstens 40 Euro wert, mehr kriegst du dafür nicht. Diesen Juwelier habe ich für diese Sache einfach, er hatte einfach Mitleid mit mir. Dann habe ich, das war so ein Moment, weil ich von Alims Lügen gewöhnt war und ich wusste, es hat mich nicht schockiert, wie soll ich das sagen? Ich war in diesem Moment nicht schockiert, als er mir sagte, der Ring ist nur 40 Euro wert. Ich habe das sogar einfach gelacht und meinte, ja okay, nimm. Weil ich es einfach schon dran gewöhnt war, an Alims Lügen. Und dass nichts, was aus seinem Mund kommt, die Wahrheit ist. Ich hatte nach der Trennung viele Probleme. Ich hatte viele Schulden, weil auch Alim viele Verträge auf meinen Namen abgeschlossen hatte. Und das ist dann alles auf mir geblieben. Und ich hatte kein Geld und musste all diese Sachen irgendwie begleichen. Ich habe angefangen, auch meine Sachen zu verkaufen, meine Taschen, damit ich zu Geld komme. Der Kontakt mit Alim kam wieder. Er hatte sich entschuldigt, dass es ihm leid tut und wieder dieselbe Masche. Ich habe ihm gesagt, ich werde niemals wieder mit ihm zusammenkommen. Ich werde niemals wieder mit ihm unter einem Dach leben. Dann hat er angefangen, mir zu drohen. Er hat mir gedroht, wenn ich die Kinder nehme und nach Österreich gehe, dass er uns dort finden wird und umbringen wird und uns sonst was antun wird. Dazu zeige ich jetzt einen Chat. Ruf an, wen du willst, wann du willst oder auch gar nicht. Und du guck, was das Schicksal bringt. Assalamu alaikum, ich lese mir diese Scheiße, die du jeden Tag wiederholst, nicht durch.
Ich habe geantwortet, mach deinen Krieg, bitte geh so weit du willst, hetz wen du willst auf mich, ruf Polizei, mach was du möchtest, droh mir noch 100 Mal, ich werde mein Leben leben. Er wollte nicht akzeptieren, dass ich mich quasi von ihm trennen will, getrennt bin. Alim sagt, ich bin ein Hurensohn, wenn du meine Kinder nach Österreich bringst. Selbst wenn ich sterben muss mit Waffe und Polizei, bin ich ein Hurensohn, wenn du das durchstehen wirst. Der letzte Hurensohn, dich Bastard nehme ich mit, genau wie mich. Hat mir quasi gedroht abzuhauen. Hat mir gedroht, wenn ich mit den Kindern abhaue, dass sie mir sonst was antut. Dann habe ich halt entschlossen, dass ich hier erstmal bleibe. Und Alim und ich fingen wieder an, normal Kontakt miteinander zu haben. Er wollte die Kinder sehen. Ich muss doch zu den Kindern sagen, die Kinder lieben ihren Vater wie verrückt, weil ich vor den Kindern auch den Vater niemals schlecht gemacht habe. Auch in all dieser Zeit, wo er nicht da war, habe ich auch immer gesagt, Papa ist arbeiten. Und weil Alim behauptet, er hat seine Kinder monatelang nicht gesehen. Wir hatten das erste Treffen im Januar. Bei diesem Treffen war auch Samarita und sein Bruder dabei. Die können das auch bestätigen. Dann hatten wir ein weiteres Treffen im Februar. Auch bei diesem Treffen war Samarita und sein Bruder dabei. Die können das Treffen bestätigen. Danach gab es noch ein Treffen. Er ist aber dann zu mir gefahren. Und damals war Ramadan, das war März. Er ist mit einem Kollegen gefahren, der ihn gebracht hat. Ich hatte für beide Essen gemacht. Und ich hatte quasi das Essen gemacht, damit, wenn die Fasten brechen können, dann im Auto auf der Rückfahrt oder so irgendwo anhalten können und essen können. Ich hatte Essen vorbereitet. Alim ist gekommen, wir haben uns im Park und bei uns getroffen. Es war noch nicht Zeit für Fastenbrechen. Er hat einfach das Essen genommen und hat angefangen zu essen und meinte, es ist ihm egal, er fängt jetzt schon mal an und hat einfach das Essen aufgegessen. Und Moment. Moment, ich muss nur hier eine Sache durchstreichen. So. Es war 31. März. Da gab es noch ein Treffen. Danach gab es im Mai ein weiteres Treffen. Im Juni gab es ein weiteres Treffen. Danach gab es noch ein Treffen. Da haben die Kids zwei übernachtet. Da hat der Alim hat irgendein Video hochgeladen, wo er unsere Chats geleakt hat. Da sieht man auch, dass ich ihm die Kinder nicht verweigert habe und wir versucht haben zu kooperieren, dass ich mir Mühe gegeben habe, damit das funktioniert und er die Kinder sehen kann. Ja, und im Grunde sind wir jetzt hier zu der aktuellen Zeit angekommen. Jetzt dreht Alim auf Instagram durch. Weil ich ihm erneut klar gemacht habe, dass ich niemals wieder mit ihm zusammen sein werde. Redet jetzt alle im Internet durch. Ich verstehe auch nicht, wie viele Leute ihn einfach so glauben können und so viel Glauben schenken können. Ich meine, ihr habt ihn doch alle die letzten Jahre, ihr habt doch seine Karriere beobachtet. Ihr habt doch gesehen, wie andere Menschen gesagt haben, Alim ist falsch und euch vor ihm gewarnt haben. Und ihr seid immer und immer wieder auf ihn reingefallen und ich verstehe das nicht. Alim weiß, wie Social Media funktioniert. Seine ganze Karriere bestand daraus, sich aus Scheiße rauszureden. Niemand kann das besser als er. Egal mit Lügen und Manipulation und gefälschten Sachen und sonst was, wird er immer wieder schaffen, da rauszukommen. Ich will euch im Grunde einfach nur warnen, das ist kein Mensch, dem man Glauben schenken sollte. Das ist kein Mensch, dem man eine Community oder auch ansatzweise Aufmerksamkeit schenken sollte. Alim ist ein unglaublich gefährlicher Mensch. Alim ist ein Mensch, der seine eigenen Lügen glaubt, der bereit ist, absolut jeden und alles in Gefahr zu bringen. Seine eigenen Kinder, seine eigenen Brüder, seine eigene Familie. Er behauptet über jeden und alles, verbreitet er Lügen, er redet über jeden und alles schlecht. Das ist ein Mensch, von dem man sich fernhalten sollte. Ja, im Grunde bin ich jetzt hier am Ende angekommen. Und ich weiß jetzt erstmal nicht, wie es weitergeht. Das war auf jeden Fall meine Geschichte, wie meine letzten 7 Jahre wirklich aussahen. Wenn ich noch nachträglich ein paar Beweise und Sachen habe, die mir bald zugeschickt werden, die werde ich auch in meine Story posten und zeigen, was ich noch habe. Ansonsten war es das erstmal.